Frau Vizepräsidentin, Herr Kantonsratspräsident, Frau Regierungsrätin, Herr National- und Ständerat, liebe Gäste, aber vor allem liebe Besucher und Freunde von der Albis-Güetli-Tagung. Das kann man sagen, das ist ja eine Institution geworden in der Schweiz. Meine Damen und Herren, chers amis de la Suisse romande, cari amici della Svizzera italiana, chers amis della Svizzera romancia, siete derig aus dem Münster, ja, siete noch derig aus dem Münstertal da. Oder die, die da vom Münstertal über den Ofenpass gekommen sind, die müssen auf Romanisch begrüßen. Die sind aus meiner jetzigen Heimatgemeinde, da bin ich nämlich Ehrenbürger, nur dass ihr es wisst. Liebe Frauen und Männer, kaum bin ich ausgestiegen da aussen, sind Journalisten auf mich zugekommen und haben gesagt, Sie, sind Sie gerne auf Zürich gekommen, haben Sie Freude? Ah, oh, was ist das für eine Frage? Wie kann denn einer keine Freude haben, der als Albis Güetli eingeladen wird? Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich eingeladen haben. Eigentlich haben Sie mich gar nicht wollen. Sie haben den Bundespräsidenten eingeladen. Aber er hat leider keine Zeit. Jetzt müssen Sie halt mit mir Vorlieb nehmen. Aber es hat auch einen Vorteil, dass ich jetzt Bundesrat bin. Ich kenne nämlich jetzt nicht nur schwergewichtig den Kanton Zürich, sondern die ganze Schweiz. Und das kann ich Ihnen sagen, in diesen 2 Jahren habe ich gesehen, eine so eine Tagung, wenn ihr hier anbringt im Albis Güetli, das gibt es in der ganzen Schweiz nicht und bringt dann keine Partei an. Bereits zum 18. Mal machen wir das. Und ich habe gehört, auch das Jahr wieder, innerhalb einem Tag haben alle 1400 Sitzplätze ausverkauft für 70 Franken. Das muss dann euch zuerst noch einen anmachen, meine Damen und Herren, liebe Frauen und Männer, dass da muss etwas drinstecken. Da muss etwas drinstecken, dass das so ist. Ich bin ja ein bisschen Insider, he? Ich bin ja dabei bei der Gründung. Es ist an sich nicht der 18., man muss sagen, es ist an sich der 19., die 19. Albis-Güetli-Tagung. Die erste haben wir gesagt, das ist die Null, weil sie ist nämlich abverreckt. Aber die Zürcher Partei hat sich da nicht so einfach gesagt, jetzt ist es vergraut, jetzt gehen wir weg. Nein, sie hat weitergemacht. Sie hat gesagt, was ist eigentlich der Sinn? Und auf den Sinn kommt es an, und den muss man immer wieder sich überlegen. Und an dem muss man auch bleiben. Dass etwas 18 Jahre lang gemacht ist, das heisst, es hat sich bewährt. Und Sachen, die sich bewähren, die geblieben sind, da muss es etwas haben, wo gut ist dran. Sonst bewährt sich's nicht. Sonst wird's gerade wieder abgeschafft. Oh, was habe ich in meiner politischen Zeit alles erlebt, was für riesen, bäumige Sachen sind da gekommen, Hoffnungsträger sind auf allen Ecken erschienen. Aber gleich hat man nichts mehr gehört von denen. Denn die Ideen sind weg gewesen. Oh, wenn ich denke, ich habe letztens zu meiner Frau gesagt, wo wir da Kinder bekommen haben, in den Ende 60er und 70er Jahren, da sind Erziehungsmethoden, sind da durch die Welt gegangen, oder? Also, Summerhill hat da so etwas geheißen, da in England, das ist die ganz grosse Sache, dass man Kinder zieht, ohne dass die Schwierigkeiten überwinden. Ganz frei, sie können alles haben, was sie wollen. Heute merke ich nichts mehr von dem. Die dort mal Kinder gezogen haben, nach dem Thema, da ist alles zugrunde gegangen. Ist alles nichts. Wären froh, wäre anders. Also, sie hören nichts mehr von diesen bäumigen Sachen. Aber was ist es denn? Der Albis-Güetli-Tag hat heute eine landesweit bekannte politische Funktion. Es ist eine politische Institution im besten Sinn vom Wort geworden. Sie ist bewährt. Ich sage es nochmal. Die Idee bei der Gründung war, und die haben wir aufrechterhalten, und das freut mich,
am Anfang vom Jahr eine politische Standortbestimmung. Das muss eine Rede sein und eine zweite Rede und sonst nichts. Da haben natürlich alle gesagt, ja, wegen zwei Reden gehst du ja nicht ins halbes Gütli. Moll. Anfangsjahr eine Standortbestimmung. Wo stehen wir? Wo wollen wir her? Wo gehen wir durch? Aus der Sicht vom Parteipräsidenten, aus der Sicht vom Bundesrat, das hat Substanz. Position beziehen. Und nur etwas nicht machen. Ja, kein Prestige. Etwas gesehen, nämlich den politischen Auftrag. Meine Damen und Herren, das ist es, der politische Auftrag. Und der ist gleich, ob Sie Parteipolitiker sind, ob Sie Kantonsrat sind, ob Sie Gemeindepräsident sind, ob Sie Gemeinderat sind, ob Sie Nationalrat sind, ob Sie Ständerat sind, ob Sie Bundesrat sind. Der politische Auftrag ist der gleich, einfach jeder an einem anderen Ort. Und das ist das Schöne, dass ihr die halbes Gürteltagung so fortsetzt. Wir fragen, was für Interessen, was für Sorgen, was für Nöte hat Land und Volk. Nicht, was haben wir für Sorgen? Als Politiker, als Partei, wir können noch ein bisschen machen, dass noch ein paar mehr uns wählen, oder? Merken Sie, auf einmal dreht sich alles um. Auf einmal sind ja die Wähler für uns da, als wir für die Wähler. Ich habe ihn angeschaut in meiner ersten Rede, nicht an der Nullten, an der ersten. Da habe ich gesagt, je weniger wir an uns und an die Partei denken, desto mehr denken die Bürgerinnen und Bürger an uns. Und so ist die SVP, das haben wir eigentlich gar nicht wollen, die grösste Partei geworden. Das ist ja das Ziel überschritten. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man der grösste wird. Weil es führt dann auch ein bisschen zu dem, dass man sagt, ja, wenn wir noch grösser werden wollen, müssen das Profil noch vergrössern, müssen breiter werden. Und am Schluss weiss man gar nicht mehr, sind wir nur noch gross, aber hat keinen Inhalt mehr. Aber ich meinte, die Grösse ist die Folge von dem an Auftrag denken und nicht schauen lassen. Liebe Frauen und Männer, in allen Positionen, da will ich hier einen Anfang stellen, in der Partei, in dem Parlament, in den Regierungen, von Land, Kanton und Gemeinde, lauert eine ganz grosse Gefahr, nämlich, dass Politiker plötzlich das Gefühl haben, das Volk sei für die da und der Staat sei für die Politiker und nicht umgekehrt. Das ist eine grosse Gefahr, die muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und das halbes Gütli war auch ein Tag, wo man diese Gefahr weggelegt hat. Das halbes Gütli als Auftakt am Anfang vom Jahr fragt, was beschäftigt unsere Bürger und was haben wir machen, wenn wir einen Auftrag haben? Ja, was beschäftigt unsere Leute? Der Arbeitsplatz in der Schweiz. Die Sicherheit von dem Arbeitsplatz. Was heisst das für Politiker? Die Leute wollen sichere Rente. Was heisst das für uns Politiker? Die Leute wollen Sicherheit. Die Leute wollen den Asylmissbrauch. Und da all die anderen Missbrüche weg haben. Die Leute wollen nicht, dass der Staat so viel Schulden macht und so viel Geld ausgibt und so weiter. Sie sehen, wenn man das sagt, das werden alle schon in Trab gesetzt. Wir wissen heute, was es heisst, zu machen, dass ein Staat eine Wirtschaft hat, Arbeitsplätze hat. Fertig mit diesen verstaatlichten Sachen. Alle die Staaten, die das Gegenteil gemacht haben, nämlich viel Staatseinfluss, viel Geld wegnehmen, Verstaatlichung von der Wirtschaft, Interventionismus, sind gescheitert. Alle sozialistischen Staaten sind gescheitert. Sie haben es zwar gut gemeint, sie haben gesagt, wir machen es doch, damit ihr
alle Arbeitsplätze haben. Wir schauen, dass alle gleich viel bzw. alle gleich wenig verdienen. Und am Schluss ist alles bankrott gegangen. Also müssen wir schauen, dass wir nicht ins gleiche Fahrwasser kommen. Bei der Rente, wissen wir, Rente haben wir, wenn sie gezahlt werden können. Da müssen wir dafür sorgen. Nicht einfach sagen, ja, wir können wegnehmen. Nein, wir müssen auch schauen, dass Substanz da ist. Alles das plagen die Leute. Und liebe Frauen und Männer, die SVP ist ganz gut aufgestellt für das. Sie vertritt das vehement und ohne Abstrich. Ich habe Freude gehabt, als ich von Bern da Bericht lese, wo die Kanton so ab, ja, jetzt weiter weg, wenn ihr da sagt, in den Steuern, nein, wir dürfen nicht weiter ruhen. Und Sie merken auch, was bei der Völkung ist. Kanton Obwalden hat da gemerkt, Sie sind glaube ich nicht da, he, die können jetzt nicht mehr kommen, weil Sie da so ein gutes Steuergesetz gemacht haben, dann zahlen Sie Angst gehabt, wenn Sie auf Zürich kommen, da sind, werden noch angeschupfen. 87% der Leute sagen, wir müssen Steuern senken, weil wir eine bessere Situation bekommen. Das ist doch erstaunlich. Es fängt an, Tage, meinte ich. Und Sie gehören zu den Vorkämpfern in den letzten 10 Jahren. Die 90er Jahre sind kein gutes Jahr gewesen, politisch, das wissen wir. Darum sind wir in der Opposition gestanden. Darum haben wir jetzt, müssen wir mehr führen, auch in den Regierungen. Aber ich meinte, es gibt Lichtzeichen. Kleine. Es gibt Zeichen, dass es sich verbessert. Eben, Obwalden ist einer. Auch ein Kantonsratsentscheid ist einer. Wo die FDP mit grosser Freude an das geschlossen mitgemacht hat, haben etwas fertig gebracht. Wir werden im nächsten Jahr gerufen, an Turnen gerufen. Da kann die SVP Ja stimmen. Muss nicht mehr Nein stimmen. Wir müssen dann noch andere Buchstaben lernen, da für das Jahr. Sie sehen, wir sind mitten im Auftrag inne. Sie an Ihrem Ort und ich im Bundesrat an meinem Ort. Das ist unsere Aufgabe, der kann es nicht fehlen. Ich weiss, ich habe ein paar Mal gehört, die letzten Jahre, wenn ich gesagt habe, Auftrag im Mittelpunkt. Ja, das tönt so Disziplin, nach Militär und nach, klar, da hat man nicht gern, oder? Man hat lieber sich selber im Mittelpunkt. Aber dann geht es schief. Was beschäftigt vom Bund her? Ich bin jetzt ja gekommen als Bundesrat. Also, wo ich, Bundesrat geworden bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, weisst du, hat da einen Vorteil, wenn du Bundesrat wirst. Muss ich nicht mehr jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr an der halbes Güterrede umschaffen. Ja, hat er gemeint, jetzt wo ich wahrscheinlich bald jedes Jahr als Stellvertreter komme. Was beschäftigt uns vom Bund her in diesem Jahr? Sind verschiedene Themen. Ich will die zwei Mittelpunkte stellen, die uns besonders interessieren. Es ist die Ausländer- und die Asylpolitik. Es wird eine harte Abstimmung geben. Eine lebige, wenn ich gesehen habe. Und es wird uns beschäftigen, die Stellung von der Swisscom als ein Staatsbetrieb mit einem Wert von etwa 27 Milliarden Franken. Fangen wir an mit der Ausländer- und Asylpolitik. Diese Frage hat nicht nur unsere Partei, sondern das ganze Schweizer Volk beschäftigt. Und es ist wieder mal gut, wenn man einen kleinen Überblick macht und zeigt, um was es geht. Nicht die Haufen ausländischen Arbeitskräfte, die in der Schweiz ordnungsgemäss eine Aufenthaltsbewilligung haben. Nicht die Leute, die schon lange da sind. Das sind eine von der höchsten Zahlen, die wir haben. Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Ich war da letztes Jahr an einer Justizministertagung, da habe ich mit verschiedenen Justizministern geredet über diese Frage. Haben uns auch angesprochen. Wenn ich gesagt habe, wir haben 21% Ausländer in der Schweiz, haben die gesagt, was? Nein, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Sogar der Italiener hat mich gefragt. Da habe ich gesagt, Sie, dass Sie das nicht wissen, wir haben auch Italiener. Hat das ganz vergessen.
Das ist ein gutes Zeichen. Und wir haben da keine. Und alle die Minister haben gesagt, das gäbe ihren Ländern Probleme. Wir haben keine schwerwiegenden Probleme. Wir haben keine Rassenunruhe. Wir haben keine Beaulieu da, wo, wie sie da jetzt am Fernsehen und, gesehen haben, in Paris und so weiter. Und das ist eine grosse Leistung von der schweizerischen Wirtschaft und zeigt auch die Güte von einer freien Wirtschaftspolitik von einem Land außerhalb von der Europäischen Union, dass wir die können beschäftigen. Die sind ja gekommen, weil wir sie gebraucht haben, und sie sind gekommen, weil sie uns gebraucht haben, auf einer guten Grundlage. Nein, mit denen haben wir gar kein Problem. Aber in den letzten 20 Jahren, wer es kaum dürfen sagen, es hat sich bessert, man darf darüber reden. Jeder muss auch anerkennen, wir haben Sachen, die nicht dürfen passieren. Wir haben einen Haufen da, der keine Sonnenbewilligung hat, wo illegal da sind, wo nicht mehr heimgehen, wenn die Wiesen abgelaufen sind, wo sich weigern zurückzugehen, wo schwarz kommen und so weiter und so fort. Und die Leute sagen, das geht nicht. Die sind willkommen, die so eine Bewilligung überkommen. Die tun wir auch mit denen, haben wir auch kein Problem mit denen zu verkehren. Aber die anderen, die müssen heim. Und da haben wir Missstände. Wir haben ein grosses Projekt im letzten Jahr, hat das Schweizer Volk angenommen, nämlich Personenfreizügigkeit. Das gilt für alle Europäer. Das neue Ausländergesetz, das Ihnen zur Abstimmung vorgelegt ist, das will schauen, dass die Ausseuropäischen, dass man da nicht einfach Grenzen kann auftun und sagen, es können auch noch alle zusammenkommen. Wir müssen dann zuerst verkraften, die Freizügigkeit mit den europäischen Staaten, das sind 450 Millionen, die können arbeiten und hergehen, wo sie wollen. Das neue Ausländergesetz behandelt die, das ist mit deren Abstimmung so erfolgt, auf dem Arbeitsmarkt gleich wie die Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt keinen Vorrang mehr. Wie das rauskommt, wissen wir noch nicht. Vor- und Nachteile sind dargelegt worden in der Abstimmung. Die Schweizerinnen und Schweizer haben gesagt, wir wollen das. Das Ausländergesetz wird aber bekämpft, namentlich von den Sozialdemokraten und den Grünen, auch von kirchlichen und Hilfswerkkreisen und so weiter, mit der Begründung, es sei nicht recht, dass alle, die außerhalb von Europa, alle aus Afrika, Asien, alle, die nicht zu Europa gehören, dass die eine besondere Bewilligung brauchen und dass es den Vorrang gibt von den Schweizer und Europäer gegenüber ihnen. Liebe Frauen und Männer, ich habe Verständnis, dass man sagt, alle können kommen. Aber das können wir nicht, das können wir nicht verkraften. Man muss realistisch sein in der Politik. Nein, wenn wir das machen, dann müssen wir klar sein, wir hätten Sozialwerk verstanden. Wenn man das nämlich alles machen möchte, könnte man sagen, gut, sie können ja kommen. Wenn sie Arbeit haben, ist gut, aber nachher müssen sie halt wieder gehen. Und nicht eingliedern in sämtliche Sozialwerke, das können wir gar nicht tragen. Alle Länder der Welt kennen keine andere Länder außer ganz arme, wo sowieso niemand kommt. Bei allen anderen Ländern, die haben nicht so freie Bestimmungen. Sollen wir mal die Amerikaner schauen? Sollen wir mal Kanada schauen? Amerika? Probieren Sie mal in Schweiz oder dort zu arbeiten. Ich habe nie jetzt gesehen, bei diesen sogenannten Freihandelsabkommen, bei diesen Vorgesprächen, die man hat mit Amerika. Da haben natürlich die Versicherungen gesagt, ja, wenn wir hier am freien Markt haben, müssen wir auch Visa haben für Leute, die dann auf Amerika können. Ja, unsere Betriebe haben dann gesagt, nein, das kann man hier nicht machen. Sie sehen, Freihandel, ohne dass man die Leute kann austauschen in die eigenen Betriebe, sind sehr streng. Wir müssen streng sein und darum müssen wir das Ausländergesetz annehmen, damit die Regeln bleiben. Sozialdemokraten wollen das nicht. Und die kommen, ohne Bewilligung, müssen wir Kraft haben, um zu sagen, nein, ihr müsst wieder heim. Meine Damen und liebe Frauen und Männer, ich möchte das Geschäft vertreten zu Bern, weil sie mein Departement gehört. Das hat mir letztens jemand gesagt, da, wo ich eine Veranstaltung bin, warum ich das Dossier auch noch unter den Nagel gerissen habe. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe wieder etwas unter den Nagel
Gnade noch etwas gerissen, sondern man hat mir das Departement zuteilt und wahrscheinlich haben sie gedacht, ich kann ein wenig kaputt machen und jetzt haben sie mir die Politik gegeben. Machen Sie halt. Mit dem Ausländergesetz zusammen kommt auch das Asylgesetz, meine Damen und Herren. Und dort wird der Kampf noch grösser werden. Wir haben immer in unserem Land Leute aufgenommen, nicht nur mit einer Bewilligung, um hier zu arbeiten, sondern auch aus anderen Gründen. Unser Land in der ganzen Geschichte, wenn Sie hunderte von Jahren zurückgehen, hat immer auch Leute aufgenommen, die verfolgt sind. Die verfolgt sind an Leib und Leben. Aber nicht jedermann hat man aufgenommen, sondern nur, wenn sie halt verfolgt sind. Auch früher. Allerdings haben sie selber härter gehabt. Da sind nicht in die Schweiz gekommen und haben eine Sozialleistung bekommen, sondern haben gesagt, ihr könnt kommen. Aber ihr müsst halt schauen, dass ihr selber vorwärts kommt und selber euren Lebensunterhalt verdienen. Die Flüchtlinge haben es also schwerer gehabt. Denken Sie zurück an die Zeit der Hugenotten. Also, Sie müssen ins 16. und 17. Jahrhundert zurück, von der Reformationszeit. Viele Hugenotten sind in der Schweiz aufgenommen worden, weil sie dort verfolgt sind, wo sie sind, wegen ihrem Glauben. Sie haben viel gebracht in der Schweiz, sagt man hinterher, das hat man doch noch nicht gewusst. Ganze Industriezweige, Chemie, Tourenindustrie ist wesentlich beeinflusst worden. Gehen Sie weiter, 19. Jahrhundert. 1871, nach dem deutsch-französischen Krieg, hat die Schweiz 87.000 Bourbaki Soldaten aufgenommen. Innerhalb von wenigen Tagen ist die Schweiz um 3%, die schweizerische Bevölkerung um 3% gestiegen. Verfolgte sie, aber sobald sie nicht mehr verfolgt sind, sind sie wieder heim. Gehen Sie weiter, im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz war da enorm angegriffen. Wir müssen feststellen, trotz Unzulänglichkeiten von der Behörden in dieser Zeit, kein Staat der Welt hat im Zweiten Weltkrieg mehr Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen als die Schweiz. Liebe Frauen und Männer, da darf man stolz sein. Das geht, wissen Sie, vergessen, weil die, die den Dreck darüber lehren, haben natürlich ein gewisses Interesse. Unzulänglichkeiten, ja, aber das andere war auch da gewesen. Später sind die Menschen gekommen aus den kommunistischen Staaten vor 50 Jahren, das ist jetzt genau 50 Jahre her, mag ich mich gut erinnern, beim Ungarnaufstand, die Ungarn, die wir aufgenommen haben, weil sie dort verfolgt worden sind. So, das stelle ich am Anfang. Das ist unbestritten. Heute ist es auch so. Pro Jahr haben bei uns etwa 1500, die an Leib und Leben verfolgt sind, werden aufgenommen. Dann sind erst noch 4000, die man im Moment nicht zurückschicken kann, wo man nicht weiss, ob sie noch gehen können, aus vielerlei Gründen. Das ist ja alles unbestritten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das bestritten hat. Aber, liebe Frauen und Männer, wenn man das gut machen will, dann kann man es nur machen, wenn man auch eine Linie behalten, nämlich sagt, aber die anderen nicht. Sonst geht's nicht. Was heisst das, die anderen nicht? Schauen Sie, ich sehe das Flüchtlingswesen nie. Die Aufnahme der Flüchtlinge, das klappt. Die Integration noch nicht, da machen wir jetzt dann etwas. Leute, die aufgenommen sind als Flüchtlinge und da wie Schweizer sind, die müssen schnell in den Arbeitsprozess, denn Leute, die arbeitsfähig sind und arbeiten und Sprache lernen, die sind auch sogenannt integriert. Und da haben wir, wenn ich gesehen habe, keinen guten Erfolg. Arbeiten leider nur von den erwerbstätigen Flüchtlingen etwa 25%. Das ist doch kein Zustand. Das müssen wir ändern und lösen. Aber bei den anderen, die keine Flüchtlinge sind, haben wir eine viel zu grosse Zahl, die kommen. Ich meine, zwar ein Vorteil, sind jetzt etwa 85%, 2003 sind es noch 93% gewesen, wo keine Flüchtlinge sind, die gekommen sind.
Und von denen müssen wir auch reden, weil da haben wir ein grosses Problem, die abzuhalten. Und das neue Asylgesetz gibt eine klare Regelung für die Flüchtlinge, aber auch endlich Massnahmen, die den Zustand oder den Leerlauf, den wir hier betreiben, wegbringt. Die wollen andere Zustände. Die wollen, die kommen, wollen Geld, wollen es besser haben, Sozialhilfe, nehmen das denen nicht übel. Ist ja klar, begreift man ja, aber es geht nicht. Es geht nicht, wir müssen den Mut dazu sagen, nein, ihr müsst zurück in die Länder, wo ihr herkommt. Und da hat sich ein Haufen eingeschlichen in den letzten Jahren, auch raffiniertes, einträgliches Schleppergeschäft, wo bis an die Grenzen herkommt. Ich sehe das heute alles drin hier. Organisierte Kriminalität, die sich darunter verbirgt. Wir haben bei den Asylsuchenden, die wir aufnehmen, ungefähr 20% Kriminelle. Das ist doch nicht in der Ordnung. Also nicht, wo wir aufnehmen als Flüchtling, sondern wo wir aufnehmen ins Asylverfahren. Das müssen wir bekämpfen. Namentlich im Drogenhandel verwickelt. Das ist ein Asylrechtsmissbrauch und nichts anderes. Und da müssen wir streng sein und da brauchen wir gesetzliche Grundlagen. Bis vor 2 Jahren hat man über diese Missbrüche praktisch nicht dürfen reden. Ich war manchmal im Parlament, wo jeder nur gesagt hat, die hat den Flüchtling geredet. Hey, ja, das ist ja schön, das ist ja gut, können wir ja machen. Aber über die Missbrüche hat man nicht dürfen reden und darum hat man sie natürlich auch zu wenig bekämpft. Sie haben jetzt Statistik gesehen, von den neuesten Zahlen. In ganz Europa sind die Flüchtlinge, die asylsuchenden Zahlen zurückgegangen. In der Schweiz, letztes Jahr und das Jahr das erste Mal am stärksten. Das ist das erste Mal in der Geschichte, weil man es konsequent anwendet. Aber es hat keine Flüchtlinge, die nicht aufgenommen worden sind. Es ist niemand zurückgeschickt worden, der verfolgt ist, sondern man hat einfach schnellere Verfahren und konsequenter gehandelt. Aber Missstände sind immer noch gross. Wir haben ungefähr 50'000 im ganzen Bereich, die man nicht zurückbringt. Die Probleme müssen aktiv angegangen werden. Und das Asylgesetz gibt da eine minimale Grundlage. Und sie packt vor allem an, da werden Sie jetzt dann hören im nächsten Jahr, sie packt an am Hauptproblem. Bei denen, die kommen ohne Papier. Es ist unglaublich, dass etwa 80% kommen, und sagen, ich habe keinen Pass, ich habe kein Papier, nichts, wo weit herkommen, sogar mit Flugzeug und Zeug und so weiter, haben einfach kein Papier. Als ich das Amt übernahm, habe ich so eine Brainstorming, sagt man auf Englisch, also so eine Zusammenkunft gemacht. Allen maßgebenden Leuten, da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, wieso ist denn das so? Dann hat ein hoher Beamter, wo in diesem Bereich verantwortlich ist, gesagt, es muss ja ein Double sein, der bei uns mit Papier kommt. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn das so ist, dass die mit Papier kommen, Double sind, dann sind ja Double die bevorzugen, die kein Papier haben. Bei den echten Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben, ist das Verhältnis umgekehrt. Da kommen über 80% mit dem gültigen Papier, weil sie müssen gar keine Bedenken haben. Sie werden ja aufgenommen, weil sie Flüchtlinge sind. Und da müssen wir vor allem ansetzen. Aber es ist nicht so, dass einer, der kein Papier hat, gibt ja auch entschuldbare Gründe, oder Gründe, warum der kein Papier haben kann, nicht Flüchtling wird. Aber es ist so, wenn einer kein Papier hat, hat er Zeit, in 2 Tagen die beizubringen. Wenn er die 2 Tage nicht beigebracht hat, dann muss er mindestens sagen, wie er heisst, wo er herkommt. Das kann überprüft werden, aus welchem Dorf, welche Strasse und so weiter. Dann muss er sagen, wie er da angekommen ist und warum. Und wenn das nicht alles zusammen nicht glaubhaft ist und er die Identität nicht preisgibt, nur dann wird nicht darauf eintreten. Wenn er das sagt und es gibt glaubwürdige Gründe für das Verfahren, dann wird das Verfahren eröffnet. Glauben Sie denn nicht, wenn da gesagt wird, einer, der kein Papier hat und die Heim bei Nacht und Nebel müssen fort und hätte sie können mitnehmen, der werde nicht Flüchtling, als Flüchtling aufgenommen. Das sind Ammermärchen, die nicht stimmen. Die kommen vor allem aus Kreisen natürlich auch von Leuten, die sehr interessiert sind an dem ganzen Asylverfahren,
die man hier hat, die von dem lebt. Ich begreife das, dass die das nicht gern haben, aber wir können das nicht haben. Und darum müssen wir dafür sorgen, dass wir solche Massnahmen überkommen. Es geht nicht darum, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen, ich sage es nochmal, sondern es geht darum, dass der Missbrauch abgestellt wird. Wenn wir das machen, dann kommen wir auch eine gute Situation über und eine andere Stimmung im Volk. Meine Damen und Herren, ist es denn zu viel verlangt, dass jemand, der kommt, der sagt, ich habe kein Papier, dass er muss den Namen angeben? Ist das unzumutbar, den Namen müssen anzugeben? Zu sagen, wo man wohnt, aus welchem Dorf das man kommt und nicht alle 10 Minuten ein anderes Dorf und ein anderes Land nennt. Das hängt natürlich damit zusammen, heute, dass bis jetzt mit der jetzigen Regelung die lange da bleiben können, lange Sozialhilfe überkommen und wenn sie abgewiesen sind, nicht können heimgebracht werden, weil man nicht weiss, in welche Länder das, in welches Land das gehört. Wir haben sehr viele solche Fälle. Wenn Sie an Nordafrika denken, die haben alle ähnliche Sprache, kann man fast nicht von der Sprache erstellen. Das ist einer von dem Land, vom anderen. Die Länder sagen, wir nehmen den nicht Zucker, ist von dem Land. Wir sollten einmal schauen, was man da verliert, auch für Zeiten. Tausende von Leuten müssen wir Papier suchen. Darum, wir müssen da eine klare Regelung haben und wir können sie haben, ohne dass wir den Flüchtlingsstatus verletzen. Es werden ein Haufen Geschichten erzählt, wo nicht stimmt, das will ich auch begreifen, dir auch, wenn ihr wettet da sagt, jetzt geh in ein anderes Land und einer sagt uns, musst du dir und die Geschichte erzählen, dann kannst du bleiben, dann erzählt er die Geschichte auch. Man muss auch nicht meinen, es sagt alles raffinierte Scheiben, sondern so ist es. Aber die, die es machen, die müssen auch wissen, wir glauben die Geschichte nicht alle und können handeln. Sie kennen die Fälle aus den Zeitungen, ist ein Teil, die anderen kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich da auch als Amtsgeheimnis gebunden bin und als Geheimnis von der Einsicht die Akte aus Persönlichkeitsschutz. Sie kennen das berühmte Beispiel von der Roma-Familie in Rüschlicken. Das kommt dann führen. Sie kennen die aus den Zeitungen. Mehrfache schwere Gewalttaten. Kosten in Millionenhöhe. Wo Bürgerinnen und Bürger müssen zahlen. Rasche negativen Asylentscheid. Es sind keine Asylsuchenden nach Meinung von meinen Ämtern. Und trotzdem ist die Familie immer noch da. Warum? Anwälte machen Beschwerden an die Asylrekurskommission. 2 Jahre braucht, um einen Entscheid zu fällen. Diese Woche ist jetzt ein Entscheid gefallen, wollte er nicht kommentieren. Das ist eine selbstständige Kommission. Wir müssen da aufpassen. Wir haben einen Haufen Kommissionen und Gruppen und Leute, die immer sagen, die sind unabhängig. Ich begreife, die müssen, wenn sie Recht prüfen, auch unabhängig sein im Fall. Aber dass die so unabhängig sind, dass sogar welche Geschäfte, dass man zuerst behandelt, dass man die Schwierigen zuerst nimmt, dass man vorwärts macht und so weiter. Bei allem sagt, wir sind unabhängig. Am Schluss haben wir nur noch Kommission im luftleeren Raum. Nein, auch das müssen wir angehen, das Problem. Selbstständige Kommissionen laufen auch Gefahren, sich über die politische Wirklichkeit zu stellen. Den Entscheid kann man nicht mehr der öffentlichen Prüfung unterwerfen. Die Asylrekurskommission, die wird ab dem nächsten Jahr ein Teil sein vom Verwaltungsgericht, vom Bundesverwaltungsgericht, also ganz unabhängig. Es ist sehr zu hoffen, meine Damen und Herren, dass es dann auch die Folgen ein bisschen bedenkt, wo das hat, wenn es zu lang geht oder wenn man falsch entscheidet. Wissen Sie, ich bin mir gewöhnt als ehemaliger Industrieller. Ich bin also nicht mehr ein Industrieller, ich bin ein Industrieller ein Uch. Nur, dass Sie es wissen, eben, muss ich immer sagen, zu Bern, weil sie sagen, ja, sie sind ja Industrielle, leider nicht mehr, aber jetzt bin ich Bundesort und gehöre also zu das Bundespersonalgesetz. Aber ich bin mir immer noch gewöhnt, als Unternehmer immer zu unterstaben zu schauen. Raus aus dem Büro, raus da aus den geschützten Werkstätten, wo wir arbeiten. Ich meine das ernst.
Ich mache ein bisschen übel geworden, wo ich gesagt habe, wir arbeiten in geschützten Werkstätten. Ja, es ist aber so. Behinderte, die müssen in geschützten Werkstätten arbeiten. Die muss man schützen vor dem Unbill der Welt. Aber uns, Bundesrat und die Verwaltung, sollte man nicht schützen vor dem Unbill der Welt. Da müssen wir raus. Ich weiss noch nicht, wie wir es machen. Aber es plagt mich dauernd. Wir machen Gesetze für die Wirklichkeit, aber wir sind getrennt von der Wirklichkeit. Nicht nur wir. Ein Großteil der Journalisten gehört auch dazu. Nein. Das sehe ich immer, die Bundeshausjournalisten und mir und die Verwaltung und alle, die sind so nah aufeinander oben. Wir könnten, ich habe ja mal gesagt, ihr könnt miteinander in den Finken verkehren, so nah sind wir da, bei dieser Gewaltentrennung. Wenn ich nur einen unteren Stock habe, wenn ich wette, ins Journalistenzimmer brauche ich etwa, ja, 40 Sekunden, vielleicht auch 45, weil ich etwas älter bin, aber sonst ist alles nah aufeinander oben. Also wir müssen raus. Und ich gehe viel unangemeldet raus. Und da habe ich einen Haufen gesehen. Das ist auch interessant für mich. Am Anfang bin ich da in Kreuzlingen, in der Empfangsstation. Ohne, dass ich etwas gesagt habe, das war ein nebliger Tag. Wenn ich den schwarzen Hut angehabe, wenn ich meistens an, ein bisschen da und den Mantel, den Kragen nur tue, bin ich angestanden mit der Asylsuche. Einfach in die Reihe nie gestanden. Ja, da sehen Sie einen Haufen. Sehen Sie einen Haufen, Sie sehen, wie das geht, bin bis vorher gekommen. Dort haben sie mich dann erkannt, gerade am Anfang. Da war noch eine lustige Frau da. Die hat gesagt, was kommen Sie hier, Bundesrat? Ja, das ist jetzt ein wunderbarer Bundesrat, aber sie sagt doch, sie wollen doch nicht etwa noch Asyl. Da habe ich gesagt, nein, nein, so schlimm ist es in Bern auch wieder nicht. Aber man sieht, was... Man sieht, was da geht, und es gibt Beispiele. Ich sage jetzt Ihnen ein schönes Beispiel. Es war vor einem Jahr, wo es WEF war, auch jetzt. Das ist also ziemlich genau ein Jahr her. Dann ist es ruhig im Bundeshaus, heute sind nicht so viele Sitzungen. Dann habe ich gedacht, ich gehe nicht als WEF, ich gehe jetzt einmal da in unsere Einrichtung schauen, Zürich im Flughafen. Bin ich da am Flughafen, die Empfangsstelle gekommen, ist eine Frau da gesessen, da sind die immer auch. Also, so eine richtige Frau, wo man sieht, die hat die Sache im Griff da, oder? Der hat gesagt, ja, Herr Bundesrat, ja, das ist doch nie ein Bundesrat gekommen. Sag ich, ja, gut, ist Zeit, dass jetzt einer mal kommt. Dann geht's, hat sie nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, geht's nicht gut? Mal. Ja, wieso, ist das sehr viel Arbeit? Nein, wir sind sehr ruhig, sind jetzt ein paar Tage niemand gekommen. Habe ich gesagt, ja, das ist ja... Nicht, dass sie meinen, wir lächeln danach, dass jetzt lernen. Ist ja gut, wenn die Leute in ihren Ländern wohl ist und so weiter, müssen sie ja nicht kommen. Ja, aber heute Morgen sind gerade 7 Tamilen gekommen. Und ich gesagt, was, können wir jetzt wieder Tamilen? Aber dort haben wir ja, nein, von dort haben wir jetzt doch sonst keine Flüchtlinge mehr, das ist jetzt ja ruhig. Ja, und die haben gesagt, am Ende kommen nochmal 6. Sag ich, ja, was? Dann sag ich, ja, wo sind die? Ja, im oberen Stock, sie sind gerade an der Einvernahme. Bin ich im oberen Stock hier. Habe ich gesagt, könntest du mir sagen, da in welchem Büro? Ja, bin ich einfach in das Büro hier. Da sind aber die 7 Tamilen schon nicht mehr dort drin gewesen, sondern die, die geredet haben mit. Da habe ich mit ihnen gesagt, wo kommen jetzt die? Ja, die sind von Colombo auf Dings geflogen, auf Warschau, von Warschau mit der Swiss auf Zürich. Alle 7 kein Papier. Sag ich, ja, aber seit der Zeit, das ist Colombo, sicher müssen mit Papier einsteigen, ja. Sie sagen, sie haben dort auch keine gehabt und sie haben einfach kein Papier. Ja, und was sagen sie, warum das kommt? Ja, sie sagen wegen dem Tsunami. Und ich gesagt, ja, aber Colombo, das liegt ja so weit weg von dieser Küste. Das ist ja etwa ähnlich, wie wenn sie in Tessin eine Überschwemmung hätten und Zürcher Oberländer geben Schadenersatz ein, oder? Dann nachher habe ich da geredet, es ist ja fast nicht möglich, da kommt einer um die Ecke rum mit einer Schale. Alles kleine, verfetzte Pässe. Von diesen 7. Dann habe ich gesagt, wo haben denn die? Ja, die hat eine Putzfrau von der Toilette vom Flughafen gebracht. Sie sehen,
Man kann nicht einfach sagen, jeder, der keinen Pass hat, hat keine Zeit mehr gehabt, um die Heimpapier mitzunehmen oder nicht mehr können, sondern das kommt halt alles vor. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich in diesen Fällen mal neu. Ich wollte einfach wissen, wo müssen wir denn ansetzen. Da sagt der Polizist neben mir, sieht, das ist überhaupt keine Sache, die könnten mir das Flugzeug tun, die werden zurückgenommen, könnten mir heimschicken. Sag ich, ja, das müssen wir ja machen, die sind ja nicht gefährdet dort. Nein, können wir nicht machen. Du noch, hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht niemand ausschaffen. Und wie man gesagt hat, ganz Gebiet genommen, nicht nur das Tsunami-Gebiet, zieht das natürlich wieder an. Sag ich, jetzt könnt ihr gehen, könnt nicht zurückschaffen. Sag ich, ja, das müssen wir ändern. In diesem Gebiet müssen wir können ausschaffen. Aber es war halt hier noch in Kraft gewesen. Eine Woche später haben wir es dann für das Gebiet aufgehoben. Und dann habe ich gesagt, gut, aber sonst könnten wir es. Nein. Es wird verlangt, dass die jetzt zuerst ins Verfahren gehen. Da sagt der andere neben mir, da können sie sicher sein, die bleiben monatelang da, wenn nicht dauernd. Sag ich, ja, das ist nicht gut. Sag ich, wo sind die sieben? Kann ich die mal sehen? Ja, sie sind jetzt da runter, gerade im Schlafraum runter. Sag ich, ja gut, gehen wir dort ab. Und ich habe meinen Weibel mitgehabt, die haben so schöne grüne Uniformen, oder? Dann bin ich dort in den Schlafraum, wo die den Weibel gesehen haben, die haben gemeint, sie sind Polizist. Da sind alle sieben zu den Britschen aufgekumpelt und aussen angestanden, schön ein Glied. Also, wirklich prächtige Burschen, ich muss sagen, das sind... Nein, sicher! Also da hätte ich ja wieder mein industrielles Herz, habe ich gesagt, die Wüstamilien sind nämlich gute Leute im Arbeiten, das habe ich gemerkt. Da habe ich gesagt, ja, die würden ja, die tun ja einem leid, oder? Die müssen ja sehen, man hat ja auch ein Herz, wenn man denen gegenübersteht. Dann habe ich gefragt, ja, könnt ihr ein bisschen Englisch? Ja, ja, einer hat gesagt, ja, können Englisch. Dann habe ich gesagt, gut, wo kommen Sie her? Ja, von Colombo. Sag ich, ja, was? Ja, warum sind ihr da? Dann haben alle sieben gerufen, Tsunami, 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 Tsunami. Da habe ich gesagt, ja, aber Colombo und Tsunami und so weiter, das stimmt doch alles nicht ganz, oder, was ihr da sagt? Hätte keiner mehr Englisch können. Ist fertig gewesen. Bin in einem Fall nachgegangen, ich habe gewusst, ich komme jetzt in die Aufnahme, bin am Montag, es war am Freitag gewesen, als ich da war, und am Flughafen bin ich am Montag auf Hörlicken. Bin ich dort dann, sind sie gerade dabei gewesen, die zu prüfen, oder? Wochen später haben die gesagt, das ist ausgeschlossen, das sind keine Flüchtlinge, die können wir nicht nehmen. Das abgewiesen. Was ich ihnen sagen, natürlich, selbstverständlich Beschwerden und so weiter, das ist 8 Monate gegangen. Und in 8 Monaten hat man gesagt, so, jetzt kann man es endlich ausweisen, bis alle Verfahren fertig sind. Dann sind sie untertaucht, sind sie nicht mehr da gewesen. Und da müssen Sie sehen, das sind das Beispiel, das habe ich jetzt ja zufällig gesehen, das kann mir nicht einer sagen, ich habe jetzt hier ein Beispiel dargestellt, eine solche Sache habe ich jetzt an vielen Orten gesehen und die müssen wir unterbinden. Wenn wir das nicht machen, zieht das sofort nach. Ich begreife es auch. Die Leute heim an und sagen, los, kannst du kommen. Du musst schauen, dass du den Pass nicht hast, wenn du aussteigst. Du musst schauen, dann kannst du da bleiben, los, und hast Sozialleistung und so weiter, dann sind natürlich Freunde auch da und so weiter. Und die Wüste müssen wir können beseitigen. Und da, auf diese Fälle sind die härteren Massnahmen, die man da als hart bezeichnet, im Gesetz, abgesehen. Und darum, wir müssen den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Das ist eine Gratwanderung. Flüchtling nehmen wir auf. Die anderen müssen wir den Mut haben, zurückzuschicken. Das ist nicht einfach. Das ist nicht leicht. Da braucht es Überwindungen. Weil es geht immer um Menschen. Wer es nicht macht, der geht es auch um Menschen. Der nimmt in Kauf, dass wir eine Sauerei haben in kurzer Zeit. Das ist nämlich das Problem. Und die Kreise, die hier sagen, nein, wir sind dagegen. Und wir sind jetzt gute Menschen. Wir haben eine weisse Weste. Letztes Jahr habe ich hier in einem kirchlichen Blatt gelesen. Ja, es geht sich darum, dass wir dann nicht noch dabei gewesen sind. Das Gesetz wird ja einen Weg angenommen. Aber wir sind dann nicht dabei gewesen. Wissen Sie, da dazu sagen, es können alle kommen. Und ohne Verantwortung zu übernehmen, das ist verantwortungslos und hat auch nichts zu tun mit der christlichen Nächstenliebe, sondern das ist eine Eigenliebe und will gut dastehen. Ohne etwas zu machen, meine Damen und Herren.
Das Ganze hat ja unglaubliche Kostenfolgen. Sie müssen mal sehen, dass er lesen und wieder Beschwerden machen, Namenbeschwerden und wieder einen Weg suchen und so weiter. Das hat enorme Kostenfolgen. Und das Schicksal ist auch immer härter. Wenn einer mal 6 Jahre da war, in all diesen Verfahren umgetrieben ist, dann heimschicken, ist doch viel härter, als wenn wir in kurzer Zeit sagen, nein, los, kannst nicht da bleiben, es tut mir leid, musst heimgehen, gehst dort hin. Weisst, wir können nur die nehmen, die wirklich an Leib und Leben verfolgt sind. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das so vielen Asylsuchenden jetzt müssen sagen, weil ich so vielen auch angesprochen worden bin. Auch in den Psychen, die ich gemacht habe, in Ausschaffungsgefängnis war, ich habe mich nie versteckt. Ich komme, dann sind gekommen, mit mir geredet. Dann gesagt, ja, wissen Sie, ich habe das und das und ich muss heim, das ist doch nicht... Sagen, wissen Sie, Sie müssen heim. Sie können nicht da bleiben. Wir müssen das für die, und wenn sie heimkämpfen, verfolgt sind, müssen sterben. Oder verfolgt werden, ungerecht gefoltert und so weiter. Für die haben wir einen Platz, aber für sie können wir das nicht. Und dann muss man dann auch ein bisschen Mut machen. Wie in diesen Ländern war, Mut machen und sagen, los, mach das. Es ist ja nicht so, dass wir denen nicht helfen. Wir machen ja Rückkehrhilfen und so weiter. Und das ihnen zumuten. Das ist nicht angenehm, das ist klar, aber nötig. Es ist aber gleich, wie wenn sie, sind ja Väter und Mütter, wie ist denn das mit ihren Kindererziehung gewesen? Wie manchmal haben sie müssen unangenehme Sachen sagen. Und wie ist es rausgekommen, wenn sie es nicht gesagt haben? Wenn sie es nicht zugemutet haben? Um diese ernsten Fragen geht es. Und darum müssen wir das machen. Es hat dann immer noch offene Fragen. Das Beispiel, das jetzt in der Zeitung war, mit den Albanern. Das geht doch da nicht. Die hat 2 Albaner, die da sind, Kriminelle. Einer hat 2 Mörder auf dem Buckel. 15 Raubüberfälle. Ich habe das Land Albanien besucht, weil ich mit denen jetzt einen Polizeivertrag gemacht habe, damit wir schauen, ob wir da etwas vielleicht könnten machen. Natürlich ist das, gibt es einen Haufen Missstände. Aber da sind junge Minister, die den Willen haben, aufzubrechen und sagen, sie Kriminalität müssen wir bekämpfen. Das ist das Vorderste. Wenn wir das nicht können, kommen wir nie vorwärts. Ich habe ihn gefragt, sie kommen ja Entwicklungsgelder rüber. Wo würden Sie die einsetzen? Wenn sie ganz frei wären, was würden sie machen mit diesen Geldern? Der hat mir aus der Kohle, sowohl die Justiz wie der Polizeiminister gesagt, eindeutig Gefängnis bauen. Sie sehen, das sind ganz andere Ordnungen. Und wir haben jetzt hier Albaner, die wir aufnehmen, weil sie sagen, wenn wir heimkommen, werden wir verfolgt. Das ist schon klar, wenn man ermordet hat. Und die sagen ja, nein, wenn ihr das macht, haben wir ja jeden, der bei uns ein Gericht geht, kommt dazu euch. Merkt ihr, wie schwierig das ist? Ich kann da auch nicht drin reden, weil es ist auch ein Entscheid von Instanzen, den ich muss akzeptieren muss. Aber wir müssen schauen, wie können wir das lösen, sonst kommen wir schlechte Zustände über. Und wer das duldet und bewegt und sagt, ja, wir müssen alles machen, der ist nicht sozial, das ist unsozial. So, liebe Frauen und Männer, das ist ein Thema, wo wir kommen. Und unsere Partei muss da Ja sagen zu diesen beiden Gesetzen und wird es auch Ja sagen. Und sie sehen, es hat halt doch geändert. Ich habe plötzlich gedacht, wieso können wir jetzt Ja sagen? Früher haben wir immer müssen Nein sagen. Ich habe mir gesagt, ja, wir könnten auch Ja sagen, wenn es eine andere Fragestellung gibt. Jetzt haben sie die andere Fragestellung, jetzt können sie Ja sagen. Das ist eine ganz gute Situation. So, liebe Frauen und Männer, gehen wir zum Letzten, zu der Swisscom. Das ist auch ein Thema für uns. Wir wollen es auch wieder geschwind so erklären, wie das wir Bundesräte ja machen müssen. Ich kann euch nicht so etwas aufrufen, da wie als Parteipräsident. Ich kann euch nur noch erklären und Sie bitte zustimmen. Sie sind ja meine Vorgesetzte, oder? Schauen Sie bei der Swisscom, um was geht's? Es geht um etwas Ernsthaftes. Und darum bin ich auch sehr zufrieden, dass der Bundesrat den Mut hat, weit voraus einen wichtigen Entscheid zu fällen. Wir haben ein Unternehmen in der Schweiz, das ist Swissair.
mit 6% Beteiligung vom Bund, die ist reich, gut, mit Gewinn, dagestanden. Sehr eine angesehene Fluggesellschaft, klein, aber hochqualitativ. Aber sie hat so viel Geld gehabt, weil sie im Grunde genommen einen geschützten Markt gehabt, nämlich fast monopolistisch zum Teil für gewisse Linien, kartellistisch, Absprachen und so weiter. Dann, wo in der ganzen Welt das aufgeflogen ist und der Wettbewerb zählt hat und Flugbilletpreise gesunken sind, ist auch Swissair in ein anderes Feld gekommen. Was hat sie gemacht als reiche Firma? Sie hat gesagt, ja, da muss ich schauen, dass ich grösser werde. Und hat was gemacht? Fluggesellschaften gekauft. Belgien, Frankreich und so weiter. Wir sind jetzt von den Grossen. Oh, der ewige Drang zu den Grossen. Das ist etwas ganz verrückt. Ich weiß gar nicht, warum alle wollen gross sein. Ist ja viel schöner, wenn man klein ist. Ich bin nur 1,72. Kann ich Ihnen sagen, da lebt sich gut. Wenn sie mit der Swissair rauskommen, haben sie gewusst, man hat nur 6% gehabt. Nachher ist die zweite Dummheit gekommen mit der Swiss. Oh, wenn ich das höre, was da im Parlament gesagt worden ist, was da für Chancen hat und die Sozialdemokraten, kommt nur 26 in Frage. Ich höre heute noch der Bodenmauer sagt, ihr werdet gesehen von der Wahl 2003, ist das das blühende Unternehmen und dann wird die SVP gestraft werden in der Wahl, weil sie die war oder dagegen war. Zweiter Trümmerhaufen müssen abtreten an die Lufthansa. Man hat nur 6% gehabt. Ich muss Ihnen sagen, das ist unglaublich, die Druckversuche aus dem Ausland, aus Belgien, Frankreich, auf die Schweiz gewesen. Nur weil wir 6% gehabt haben, wir müssen zahlen beim Zusammenbruch von der Swissair. Wir haben Swisscom. Wir haben 2/3 von der Swisscom. Das ist ein Staatsbetrieb. In der gleichen Lage, nämlich reich, Geld, Gewinn. Warum hat sie das? Weil sie aus einem Monopolmarkt rauskommt, zum Teil noch ein kleines Monopol hat bei den letzten Meilen. Aber jetzt gibt es Konkurrenz auf der ganzen Welt. Und was macht sie? Ja, wir können nicht mehr wachsen in der Schweiz. Das ist klar, man kann nicht immer wachsen in der Schweiz. Also, was macht man? Man kauft wieder Gesellschaften im Ausland. Genau das Gleiche, wie man will gross werden. Übrigens Gesellschaften, die gleichen Probleme haben. Mit der österreichischen Gesellschaft zuerst, das ist zum Glück den Abfall letztes Jahr. Dann jetzt die irische Gesellschaft, dann die Gesellschaft in Dänemark und so weiter. Das ist eine Nabentür, die sich hier angebahnt hat, von allergrößter Gefahr. Dazu kommt, dass die ganze Telekommunikation in der Umwälzungen ist. Wenn ihr mal jetzt, könnt ihr, diesen Monat könnt ihr die Werte anschauen von den europäischen Telekommunikationsgesellschaften, wie die fallen. Weil es gibt Umwälzungen. Man weiss bald nicht mehr, ob man noch später in 20 Jahren Leitungen braucht und so weiter. Sie werden sagen, wieso sagt uns das? Das ist ja Bundesrat, das ist ja nicht Unternehmer. Schauen Sie, das ist der Fluch. Wir sind nicht fähig. Ein Bundesrat. Also alle 7. Ich auch. Wir sind doch nicht fähig, so einen Konzern zu führen. Wir sind ja nicht Unternehmer. Aber das Verfluchte ist, wir sind der Unternehmer. Wir haben 2/3. Wir sind Eigentümer. Da innen steckt nur unser Anteil, etwa 17 Milliarden. 17 Milliarden Volksvermögen, wo innen gehört. Wir müssen dem schauen. Es ist jetzt halt so. Ja, jetzt haben wir noch gesagt, ja, aber Sie können doch nicht als Bundesrat eine Firma führen. Sage ich, nein, aber wir müssen sie ja, wenn wir Unternehmer sind. Wir müssen sie ja so vertreten. Natürlich haben wir einen Verwaltungsrat, da müssen wir doch schauen, macht das Sachrecht? Ist ein Tausendzeug. Das Problem hat mich das ganze letzte Jahr immer geplagt. Was können wir machen mit dem? Ein Unternehmer ist ja einer, der immer das Zeug plagt, oder? Wenn er merkt, dass etwas schief geht. Und der Bundesrat hat gesagt, jawohl, jetzt ist es gefährlich. Vor allem, weil Swisscom schon 3-mal versucht hat, ins Ausland zu gehen. Es ist jedes Mal abgefreit. Aber schon 10 Jahre in der Finanzkommission habe ich den Kampf geführt. Da haben sie Malaysia, Indien, das war der Rogino, ich höre ihn heute noch, und er mir sagt, ja, weißt du, du musst globalisieren. Ja, sag ich, du, in Indien und in Thailand und so, in Tschechien und so weiter. Firmenbetriebe, das geht nicht.
alle die Beteiligungen sind ein finanzieller Flop gewesen. Der letzte war die deutsche Debitel für 4 Milliarden gekauft, für 500.000 müssen weiterverkaufen, nachher 3,5 Milliarden eingesteckt und jetzt hat sich ganz gross angefangen. Darum hat der Bundesrat beschlossen, haben vielleicht das Gefühl gehabt, es sei ein bisschen über den, so ein bisschen, eine Kurzübung gewesen. Nein, wir haben so manchmal geredet, im ganzen Jahr immer wieder darüber geredet. Es war also nur noch der Schluss gewesen, dass wir gesagt haben, erstens, keine Telekommunikationsgesellschaften kaufen im Ausland. Damit hätte man können stoppen, weil der Verwaltungsrat hätte das selber können. Er hat das Geld, das ist ja gefährlich. Und wie wir gesagt haben, nein, das sollte man nicht machen. Und wenn er es gleich macht, Schadenersatzklagen muss in Kauf nehmen, hat er dann selber beschlossen, jawohl, man verzichtet darauf. Das ist einmal ganz wichtig, dass das Abitur verhindert worden ist. Zweitens, Swisscom hat gesagt, sie hat viel Geld, das stimmt. Sie braucht mehr Fremdmittel. Also können sie das Geld den Aktionär zurück. Wenn sie es brauchen, können sie es ja wiederholen. Aber dann haben die Aktionäre mitzureden. Und drittens, die Schweiz ist der falsche Aktionär für eine Gesellschaft, die im freien Wettbewerb ist. Darf das Land nicht sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir das gemacht hätten mit Österreich. Wenn nur 10 Leute müssten entlassen werden in Österreich, wissen Sie, was würde heissen? Ha, da sieht man die Schweizer, die schützen ihre Leute und dann lassen die in Österreich. Aus jeder Sache hätte es eine Staatskrise gegeben, wenn wir dort der grösste Aktionär sind. Und es ist nicht so, dass wenn ein Staat so eine grosse Beteiligung hat, dass man nur als Aktionär haftet, sondern nein, man haftet weit darüber aus. Man sagt, lasst, Sie sind der grösste Aktionär, wegen dem haben Leute Geschäft gemacht, Sie müssen zahlen, Ihres Volksvermögen. Darum ist das so ein wichtiger Entscheid gewesen. Und ich freue mich auch, dass das jetzt so gut durch ist. Sie haben heute gesehen, der Alter tritt jetzt zurück als Chef von der Geschäftsleitung. Ist klar, das sind Konsequenzen. Er hat die Strategie wollen machen. Der Verwaltungsrat hat sich getrennt von ihm oder er vom Verwaltungsrat. Das spielt keine Rolle, wer sich von wem trennt. Das ist eine Trennung. Und das Kommuniqué, das heute vom Verwaltungsrat rauskommt, ist bereits sehr vernünftige, wo das Risiko kleiner wird. Aber, das sagt der Verwaltungsrat mit Recht, wenn der Staat der grösste Aktionär ist, sind wir eingegangen, um etwas zu machen. Darum sollte er eben nicht der grösste Aktionär sein. Darum sollte man das schauen, dass das eine private Gesellschaft ist und die ganze Grundversorgung gesichert ist. Meine Damen und Herren, das liegt genau im Parteiprogramm von der SVP. Das haben wir jetzt während Jahren verkündet. Natürlich muss die Versorgung gesichert sein und ich kann Ihnen sagen, die ist gesichert. Um die Grundversorgung reisen sich mehrere Gesellschaften. Die wird 2007 wird die neu versteigert, wenn man sie nicht der Swisscom schenkt. Aber sonst wird die versteigert. Also Sie sehen, wir haben eine gute Situation. Unter dem Entscheid ist ein Debakel verhindert worden, da bin ich überzeugt, wo ähnlich rausgekommen wäre bei der Swissair. Nur muss ich Ihnen sagen, wir haben da 2/3. So, Sie sehen, wir haben grosse Sachen vor da. In der nächsten Zeit, Sie müssen am Schluss Sie zustimmen mit einer Gesetzesänderung. Und da sollten wir die Sachen bekannt machen und wir müssen die Sachen erklären. Das war natürlich schon schwer gewesen am Anfang. Alle haben gesagt, Swisscom ist eine Perle. Sie haben gar nicht gemerkt, dass Swisscom zu den schlechtesten Wert gehört hat in dem letzten Jahr. Oder? Weil sie hat verloren an Wert, weil sie verloren hat, weil man an dieser Strategie und denen Wert nicht traut. Anfangsjahr haben jetzt alle wieder verloren. Sie müssen mal schauen, da, Frankreich. Der einzige Vorwurf, den man uns machen kann, ist, wir sind Sport. Aber auf keinen Fall zu früh. So, Sie sehen, wir haben also noch Aufgaben auch im Bundesrat, die unternehmerisch sind. Das ist gut, haben wir auch noch ein bisschen von dem, aber wir sollten keine solche haben. Der Staat sollte nicht beteiligt sein an Unternehmen im freien Markt. Dort, wo es ein Monopol ist, warum nicht? So, liebe Frauen und Männer, das sind 3 Themen, die uns im nächsten Jahr beschäftigen. Und der halbe Gütli Tag ist am Anfang. Und da könnt ihr bereits ein drittes Mal schon wieder Ja stimmen. Mit dem sage ich nicht, dass ihr in Zukunft bei allem, was aus dem Bundeshaus kommt, unkritisch Ja stimmen. Unkritisch sowieso nicht.
Aber da könnt ihr noch kritisch sein und ja stimmen. Das ist gut und untersuchen. Wir stehen am Anfang von dem Jahr. Und die Albis-Gürtli-Tagung, an der rufe ich Sie auf, im Interesse vom Land eine Verantwortungspolitik zu betreiben. Hat mir ein Journalist da wieder gesagt, dass am Anfang hatte ich nur Ding gehabt. Habe ich nur ein Mikrofon gehabt. Ich habe dann noch eine Journalistin gerettet, die nämlich hinter sich da in der Nacht so schnell über den Ständer gegeben wird. Also da bin ich wirklich ein sozialer Mensch. Ich habe nicht gesagt, sie müssen von jetzt an gut schreiben. Ja, ja, ja. Ist mir gleich. Aber, haben sie gesagt, aber sie, kommen Sie da in eine Partei? Die Partei hat ja eine Krise. Dann sage ich, was? Ja, ich wollte dann schauen, wie die Partei aussieht, da in der noch eine Krise. Warum? Ja, sie hat ja jetzt keinen Präsidenten. Ich sage, ja, die braucht doch nicht immer einen Präsidenten, die ist schon stark. Und sie werden sehen, da geht nicht lange hat die wieder einen Präsidenten, da bin ich überzeugt. Aber bei uns war der Präsident noch nie ein Ehrenposten gewesen, sondern immer ein Saukrampf. Darum hat es auch ein bisschen länger zum Suchen. Dort, wo die Selbstverwirklichung im Vordergrund steht, dort reissen sich die Leute und Präsidien wie verrückt. Nur, die Partei braucht einen anderen. Nämlich einer, der sich aufopfert für die Partei. Aber es ist eine schöne Aufgabe, falls da innen einer sitzt, der angefragt wird, soll er dann Ja sagen für das Parteipräsidium. So verrückt ist es dann auch wieder nicht. Meine Damen und Herren, heute als Bundesrat zu Ihnen zu reden, heisst nicht, ich habe nichts zu tun mit Ihnen, weil Sie Partei sind und ich Bundesrat. Wir brauchen Bundesräte, die ihre Sache machen. Wir brauchen Parlamentarier, die ihre Sache machen. Wir brauchen Regierungsräte, die ihre Sache machen. Wir brauchen in den Gemeinden Leute, die ihre Sache machen, den Auftrag erfüllen. Und wir brauchen Parteien, die stark sind. Parteien, die führen gehen, die ihre Meinung sagen. Auch wenn sie angegriffen werden, ihre Meinung sagen, dabei bleiben. Und nicht immer umgehen und nicht jeden Tag in der Zeitung lesen, was kann ich echt morgen wieder anders sagen, damit er besser schreibt über mich. Das ist alles dummes Zeug. Sie müssen geradeaus ihren Weg gehen, dann haben sie das Vertrauen, auch in der Bevölkerung. Und ich bin stolz, dass ich von der Zürcher SVP reden kann, heute als Bundesrat, und mit Ihnen diesen Weg gehen. Ich danke Ihnen, dass Sie die Arbeit machen, und ich wünsche Ihnen ein gutes 2006 und eine gute Politik. Danke vielmals. Machen, meine Damen und Herren. Das Ganze hat ja unglaubliche Kostenfolgen. Sie müssen mal sehen, dass er lesen und wieder Beschwerden machen und nochmal Beschwerden und wieder Wege suchen und so weiter. Das hat enorme Kostenfolgen. Und das Schicksal ist auch immer härter. Wenn einer mal 6 Jahre da war, in all diesen Verfahren umgetrieben ist, dann heimschicken, ist doch viel härter, als wenn wir in kurzer Zeit sagen, nein, los, kannst nicht da bleiben, es tut mir leid, musst heimgehen, gehst dort hin. Weisst, wir können nur die nehmen, die wirklich an Leib und Leben verfolgt sind. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das so vielen Asylsuchenden jetzt müssen sagen, weil ich so vielen auch angesprochen worden bin. Auch in den Psychen, die ich gemacht habe, im Ausschaffungsgefängnis war, ich habe mich nie versteckt. Ich komme, dann sind gekommen, mit mir geredet. Dann gesagt, ja, wissen Sie, ich habe das und das und ich muss heim, das ist doch nicht... Sagen, wissen Sie, Sie müssen heim. Sie können nicht da bleiben. Wir müssen das für die, wenn sie heimkämpfen, verfolgt sind, müssten sterben. Oder verfolgt werden, ungerecht gefoltert und so weiter. Für die haben wir einen Platz, aber für sie können wir das nicht. Und dann muss man dann auch ein bisschen Mut machen. Wie in diesen Ländern war, Mut machen und sagen, los, mach das. Es ist ja nicht so, dass wir denen nicht helfen. Wir machen ja Rückkehrhilfen und so weiter. Und das ihnen zumuten. Das ist nicht angenehm, das ist klar, aber nötig. Es ist aber gleich, wie wenn sie, sind ja Väter und Mütter, wie ist denn das mit ihren Kindererziehung gewesen?
Wie manchmal haben sie müssen unangenehme Sachen sagen. Und wie ist es rausgekommen, wenn sie es nicht gesagt haben? Wenn sie es nicht zugemutet haben? Um diese ernsten Fragen geht es. Und darum müssen wir das machen. Es hat dann immer noch offene Fragen. Das Beispiel, das jetzt in der Zeitung war, mit den Albanern. Das geht doch da nicht. Die hat zwei Albaner, die da sind, Kriminelle. Einer hat zwei Mörder auf dem Buckel. 15 Raubüberfälle. Ich habe das Land Albanien besucht, weil ich mit denen jetzt einen Polizeivertrag gemacht habe, damit wir schauen, ob wir da etwas vielleicht könnten machen. Natürlich ist das, gibt es einen Haufen Missstände. Aber da sind junge Minister, die den Willen haben, aufbrechen und sagen, sie Kriminalität müssen wir bekämpfen. Das ist das Vorderste. Wenn wir das nicht können, kommen wir nie vorwärts. Ich habe ihn gefragt, sie kommen ja Entwicklungsgelder rüber. Wo würden sie die einsetzen? Ewige Drang zu den Grossen, das ist etwas ganz Verrücktes. Ich weiß gar nicht, warum alle wollen gross sein. Ist ja viel schöner, wenn man klein ist. Ich bin nur 1,72, kann ich Ihnen sagen, da lebt sich gut. Wenn sie mit der Swissair rauskommen, haben sie gewusst, man hat nur 6% gehabt. Nachher ist die zweite Umheit gekommen mit der Swiss. Wenn ich das höre, was da im Parlament gesagt worden ist, was da für Chancen hat und Sozialdemokraten, kommt nur 26 in Frage. Ich höre heute noch den Bodenmauer sagt, ihr werdet gesehen vor der Wahl 2003, ist das das blühende Unternehmen und dann wird die SVP gestraft werden in der Wahl, weil sie die war, die da dagegen war. Zweiter Trümmerhaufen müssen abtreten an die Lufthansa. Man hat nur 6% gehabt, wo sie ihnen sagen, das ist unglaublich, die Druckversuche aus dem Ausland, aus Belgien, Frankreich, auf die Schweiz gewesen. Nur weil wir 6% gehabt haben, wir müssen zahlen beim Zusammenbruch von der Swissair. Wir haben Swisscom. Wir haben 2/3 von der Swisscom. Das ist ein Staatsbetrieb. In der gleichen Lage, nämlich Reich, Geld, Gewinn. Warum hat sie das? Weil sie aus einem Monopolmarkt rauskommt, zum Teil noch ein kleines Monopol hat bei den letzten Meilen. Aber jetzt gibt es Konkurrenz auf der ganzen Welt. Und was macht sie? Ja, wir können nicht mehr wachsen in der Schweiz. Das ist klar, man kann nicht immer wachsen in der Schweiz. Also, was macht man? Man kauft wieder Gesellschaften im Ausland. Genau das Gleiche. Man will gross werden. Übrigens Gesellschaften, die gleichen Probleme haben. Mit der österreichische Gesellschaft zuerst, das ist zum Glück der Abverheiz letztes Jahr. Dann jetzt die irische Gesellschaft, dann die Gesellschaft in Dänemark und so weiter. Das ist ein Nabentier, das sich hier angebahnt hat, von allergrößter Gefahr. Dazu kommt, dass die ganze Telekommunikation in der Umwälzungen ist. Das wollen wir mal jetzt sehen. Diesen Monat können Sie die Werte anschauen von den europäischen Telekommunikationsgesellschaften, wie die fallen. Weil es gibt Umwälzungen. Man weiss bald nicht mehr, ob man noch später in 20 Jahren Leitungen braucht und so weiter. Sie werden sagen, wieso sagt er uns das? Der ist ja Bundesrat, der ist ja nicht Unternehmer. Schauen Sie, das ist der Fluch. Wir sind nicht fähig. Ein Bundesrat. Also alle 7. Ich auch. Wir sind doch nicht fähig, so einen Konzern zu führen. Wir sind ja nicht Unternehmer. Aber das Verfluchte ist, wir sind der Unternehmer. Wir haben 2/3. Wir sind Eigentümer. Da innen steckt nur unser Anteil, etwa 17 Milliarden. 17 Milliarden Volksvermögen, das innen gehört. Wir müssen wissen, sondern man hat mir das Departement zuteilt. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, ich kann ein wenig kaputt machen. Und jetzt haben sie mir die Politik gegeben. Machen Sie halt. Mit dem Ausländergesetz zusammen kommt auch das Asylgesetz, meine Damen und Herren. Und dort wird der Kampf noch grösser werden. Wir haben immer in unserem Land Leute aufgenommen, nicht nur mit der Bewilligung, um hier zu arbeiten, sondern auch aus anderen Gründen. Unser Land in der ganzen Geschichte, wenn Sie hunderte von Jahren zurückgehen, hat immer auch Leute aufgenommen, die verfolgt sie sind. Die verfolgt sie sind an Leib und Leben. Aber nicht jedermann hat man aufgenommen, sondern nur
wenn sie halt verfolgt sind. Auch früher. Allerdings hat sie selber härter gehabt, dass sie nicht in die Schweiz kommen und eine Sozialleistung bekommen, sondern man gesagt, ihr könnt kommen, aber ihr müsst halt schauen, dass ihr selber vorwärts kommt und selber euren Lebensunterhalt verdienen. Die Flüchtlinge haben es also schwerer gehabt. Denken Sie zurück an die Zeit der Hugenotten. Also, Sie müssen ins 16. und 17. Jahrhundert zurück, von der Reformationszeit. Viele Hugenotten sind in der Schweiz aufgenommen worden, weil sie dort verfolgt sind, wo sie sind, wegen ihrem Glauben. Sie haben viel gebracht, der Schweiz, sagt man hinterher, das hat man doch noch nicht gewusst. Ganze Industriezweig, Chemie, Tourenindustrie ist wesentlich beeinflusst worden. Gehen Sie weiter, 19. Jahrhundert, 1871, nach dem deutsch-französischen Krieg, hat die Schweiz 87.000 Bourbaki-Soldaten aufgenommen. Innerhalb von wenigen Tagen ist die Schweiz um 3%, die schweizerische Bevölkerung um 3% gestiegen. Verfolgte sie, aber sobald sie nicht mehr verfolgt sind, sind sie wieder heim. Gehen Sie weiter, im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz ist da enorm angegriffen gewesen. Wir müssen feststellen, trotz Unzulänglichkeiten von der Behörde in dieser Zeit, kein Staat von der Welt hat im Zweiten Weltkrieg mehr Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen als die Schweiz. Liebe Frauen und Männer, da darf man stolz sein. Das geht, wissen Sie, vergessen, weil die, die den Dreck drüber lehren, die haben natürlich ein gewisses Interesse. Unzulänglichkeiten, ja, aber das andere war auch da gewesen. Später sind die Menschen aus den kommunistischen Staaten vor 50 Jahren, es ist jetzt genau 50 Jahre, und sie haben einfach kein Papier. Ja, und was sagen sie, warum das kommt? Ja, sie sagen wegen dem Tsunami, und ich gesagt, ja, aber Colombo, das liegt ja so weit weg von dieser Küste. Das ist ja etwa ähnlich, wie wenn sie in Tessin eine Überschwemmung hätten und Zürcher Oberländer geben Schadenersatz ein, oder? Dann nachher habe ich da geredet, es ist ja fast nicht möglich, da kommt einer um die Ecke rum mit einer Schale. Alles kleine, verfetzte Pässe. Von diesen sieben. Und ich gesagt, wo haben die? Ja, die hat eine Putzfrau von der Toilette vom Flughafen gebracht. Sie sehen, man kann nicht einfach sagen, jeder, der keinen Pass hat, hat keine Zeit mehr gehabt, um die Heimpapier mitzunehmen oder nicht mehr können, sondern das kommt halt alles vor. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich in diesen Fällen mal nach. Ich wollte einfach wissen, wo müssen wir denn ansetzen. Da sagt der Polizist neben mir, sieht, das ist überhaupt keine Sache, die könnten mir das Flugzeug tun, die werden zurückgenommen, könnten mir heimschicken. Sage ich, ja, das müssen wir ja machen, die sind ja nicht gefährdet dort. Nein, können wir nicht machen. Du noch, hat gesagt, wir dürfen jetzt dann niemand ausschaffen. Und wie man gesagt hat, ganz Gebiet genommen hat, nicht nur das Tsunami-Gebiet, zieht das natürlich wieder an. Sag, jetzt könnt ihr gehen, könnt nicht zurückschaffen. Sag, ja, das müssen wir ändern. In diesem Gebiet müssen wir können ausschaffen. Aber es war halt hier neue Kraft gewesen. Eine Woche später haben wir es dann für das Gebiet aufgehoben. Und dann habe ich gesagt, gut, aber sonst könnten wir es. Nein. Es wird verlangt, dass die jetzt erst ins Verfahren gehen. Da sagt der andere neben mir, da können sie sicher sein, die bleiben monatelang da, wenn nicht dauernd. Sag, ja, das ist nicht gut. Sag, wo sind die sieben? Habe ich die mal gesehen? Ja, sie sind jetzt da runter, gerade im Schlafraum runter. Sag, ja gut, gehen wir dort ab. Und ich habe meinen Weibel mitgehabt, die haben so schöne grüne Uniformen, oder? Dann bin ich dort in den Schlafraum, wo die den Weibel gesehen haben, die haben gemeint, sie sind Polizist. Da sind alle sieben zu den Britschen aufgekumpelt und aussen angestanden, schön ein Glied. Also, wirklich prächtige Burschen, muss ich sagen, das sind... Nein, sicher! Also da hätte ich ja wieder mein industrielles Herz gesagt, die Wüstamiler sind nämlich gute Leute im Arbeiten, das habe ich gemerkt. Da habe ich gesagt, ja, die tun ja einem leid, oder? Man hat ja gesehen, man hat ja auch ein Herz, wenn man denen gegenübersteht. Dann habe ich gefragt, ja, könnt ihr ein bisschen Englisch? Ja, ja, einer gesagt, ja, können Englisch. Dann habe ich gesagt, gut, wo kommen Sie her? Ja, von Colombo. Sag ich, ja, was? Ja, warum sind ihr da? Dann haben alle sieben gerufen, Tsunami, 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 Tsunami.
Da habe ich gesagt, ja, aber die Kollegen wussten, der ganze Industriezweig, Chemie, Tourenindustrie ist wesentlich beeinflusst worden. Gehen Sie weiter, 19. Jahrhundert. 1871, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, hat die Schweiz 87.000 burbaki Soldaten aufgenommen. Innerhalb von wenigen Tagen ist die Schweiz um 3%, die schweizerische Bevölkerung um 3% gestiegen. Verfolgte sie, aber sobald sie nicht mehr verfolgt sind, sind sie wieder heim. Gehen Sie weiter, im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz war da enorm angegriffen. Wir müssen feststellen, trotz Unzulänglichkeiten der Behörden in dieser Zeit, kein Staat der Welt hat im Zweiten Weltkrieg mehr Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen als die Schweiz. Liebe Frauen und Männer, da darf man stolz sein. Das geht, wissen Sie, vergessen, weil die, die den Dreck darüber lehren, haben natürlich ein gewisses Interesse. Unzulänglichkeiten, ja, aber das andere war auch da gewesen. Später sind die Menschen aus den kommunistischen Staaten vor 50 Jahren, das ist jetzt genau 50 Jahre her, mag ich mich gut erinnern, beim Ungarnaufstand, die Ungarn, die wir aufgenommen haben, weil sie dort verfolgt worden sind. So, das stelle ich am Anfang. Das ist unbestritten. Heute ist es auch so. Pro Jahr haben bei uns etwa 1500, die an Leib und Leben verfolgt sind, werden aufgenommen. Dann sind erst noch 4000, die man im Moment nicht zurückschicken kann, wo man nicht weiss, ob sie noch gehen können, aus vielerlei Gründen. Das ist ja alles unbestritten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das bestritten hat. Aber, liebe Frauen und Männer, wenn man das gut machen will, dann kann man es nur machen, wenn man auch eine Linie behalten, nämlich sagt, aber die anderen nicht. Sonst geht's nicht. Was heisst das, die anderen nicht? Schauen Sie, ich sehe das Flüchtlingswesen nie. Die Aufnahme der Flüchtlinge, das klappt. Die Integration noch nicht, da machen wir jetzt dann etwas. Leute, die aufgenommen sind als Flüchtlinge und da wie Schweizer sind, die müssen schnell in den Arbeitsprozess, denn Leute, die arbeitsfähig sind und arbeiten und Sprache lernen, die sind auch sogenannt integriert. Und da haben wir, wenn ich gesehen habe, keinen guten Erfolg. Es arbeiten leider nur von den erwerbstätigen Flüchtlingen etwa 25%. Das ist doch kein Zustand. Das müssen wir ändern und lösen. Aber sehe ich immer die Bundeshausjournalisten und mir und die Verwaltung und alle, die sind so nahe aufeinander oben. Ich habe ja mal gesagt, ihr könnt miteinander in den Finken verkehren, so nahe sind wir da, bei dieser Gewaltentrennung. Wenn ich nur einen unteren Stock habe, wenn ich wette, ins Journalistenzimmer brauche ich etwa, 40 Sekunden, vielleicht auch 45, weil ich etwas älter bin, aber sonst ist alles nahe aufeinander oben. Also wir müssen raus. Und ich gehe viel unangemeldet raus. Und da habe ich einen Haufen gesehen. Das ist auch interessant für mich. Am Anfang bin ich da in Kreuzlingen, in der Empfangsstation. Ohne, dass ich etwas gesagt habe, das war ein nebliger Tag. Wenn ich den schwarzen Hut angehabe, wenn ich meistens ein bisschen da und den Mantel, den Kragen nur tue, bin ich angestanden mit der Asylsuche. Da einfach in die Reihe nie gestanden. Ja, da sehen Sie einen Haufen. Sehen Sie einen Haufen. Sie sehen, wie das geht. Ich bin bis vorher gekommen. Dort haben sie mich dann erkannt, gerade am Anfang. Da war noch eine lustige Frau da. Die hat gesagt, was kommen Sie hier, Bundesort? Ja, das ist jetzt ein wunderbarer Bundesort, aber sie sagt doch, sie wollen doch nicht etwa noch Asyl. Da habe ich gesagt, nein, nein, so schlimm ist es Bern auch wieder nicht. Aber man sieht, was da geht und es gibt Beispiele. Ich sage jetzt Ihnen ein schönes Beispiel. Es war gerade vor einem Jahr, wo es WEF war. Auch jetzt. Das ist also ziemlich genau ein Jahr her. Dann ist es ruhig im Bundeshaus. Da sind nicht so viele Sitzungen. Dann habe ich gedacht, ich gehe nicht als WEF, ich gehe jetzt einmal da in unsere Einrichtung schauen, in Zürich im Flughafen. Bin ich da am Flughafen die Empfangsstelle gekommen, ist eine Frau da gesessen, dann sind die immer auch. Also,
So eine richtige Frau, wo man sieht, die hat die Sache im Griff, da, oder? Der hat gesagt, ja, Herr Bundesrat, ja, das ist doch nie ein Bundesrat gekommen. Sag ich, ja, gut, ist Zeit, dass jetzt einer mal kommt. Dann geht's. Hat sie nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, geht's nicht gut? Mumul. Ja, wieso denn das sehr viel Arbeit? Nein. Wir sind sehr ruhig, sind jetzt ein paar Tage niemand gekommen. Habe ich gesagt, ja, das ist ja. Nicht, dass sie meinen, wir lächeln danach, dass jetzt lernen. Ist ja gut, wenn die Leute in ihren Ländern wohl ist und so weiter, müssen sie ja nicht kommen. Ja, aber heute Morgen sind gerade 7 Tamilen gekommen. Habe ich gesagt, was, können wir jetzt wieder Tamilen? Aber dort haben wir ja, nein, von dort haben wir jetzt doch sonst keine Flüchtlinge mehr, das ist jetzt ja ruhig. Ja, und die haben gesagt, am Ende kommen noch mal 6. Sag ich, ja, was? Da sag ich, ja, wo sind die? Ja, im oberen Stock, sie sind gerade an der Einvernahme. Bin ich im oberen Stock hier. Habe ich gesagt, könntest du mir sagen, da in welchem Büro? Ja, bin ich einfach in das Büro hier. Da sind aber die 7 Tamilen schon nicht mehr dort drin gewesen, sondern die, die es wohl geredet haben mit. Da habe ich ein bisschen mit ihnen gesagt, wo kommen jetzt die? Ja, die sind von Colombo auf Dings geflogen, auf Warschau, von Warschau mit der Swiss auf Zürich. Alle 7 kein Papier. Sag ich, ja, aber seit der Zeit, das ist Colombo, sicher müssen mit Papier einsteigen, ja. Sie sagen, sie haben dort auch keine gehabt und sie haben einfach kein Papier. Ja, und was sagen sie, warum das kommt? Ja, sie sagen wegen dem Tsunami. Und ich gesagt, ja, aber Colombo, das liegt ja so weit weg von dieser Küste. Das ist ja etwa ähnlich, wie wenn sie in Tessin eine Überschwemmung hätten und Zürcher Oberländer geben Schadenersatz ein, oder? Dann nachher habe ich da geredet, es ist ja fast nicht möglich, da kommt einer um die Ecke rum mit einer Schale. Alles kleine von Fetzli, Pass. Von diesen 7. Habe ich gesagt, wo haben denn die? Ja, die hat eine Putzfrau von der Toilette vom Flughafen gebracht. Sie sehen, man kann nicht einfach sagen, jeder, der keinen Pass hat, hat keine Zeit mehr gehabt, um die Heimpapier mitzunehmen oder nicht mehr können, sondern das kommt halt alles vor. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich in diesen Fällen mal neu. Ich wollte einfach wissen, wo müssen wir denn ansetzen. Da sagt der Polizist neben mir, sieht, das ist überhaupt keine Sache, die könnten mir das Flugzeug tun, die werden zurückgenommen, könnten mir heimschicken. Sage ich, ja, das müssen wir ja machen, die sind ja nicht gefährdet dort. Nein, können wir nicht machen. Die UNO hat gesagt, wir dürfen jetzt dann niemand ausschaffen. Und wie man gesagt hat, ganz Gebiet genommen, nicht nur das Tsunami-Gebiet, zieht das natürlich wieder an. Sag, jetzt könnt ihr gehen, könnt nicht zurückschaffen. Sag, ja, das müssen wir ändern. In diesem Gebiet müssen wir können ausschaffen. Aber es war halt hier noch in Kraft gewesen. Eine Woche später haben wir es dann für das Gebiet aufgehoben. Und dann habe ich gesagt, gut, aber sonst könnten wir es. Nein. Es wird verlangt, dass die jetzt erst ins Verfahren gehen. Da sagt der andere neben mir, da können sie sicher sein, die bleiben monatelang da, wenn nicht dauernd. Sag, ja, das ist nicht gut. Sag, wo sind die 7? Habe ich die mal gesehen? Ja, sie sind jetzt da ab, gerade im Schlafraum ab. Ich sage, ja gut, gehen wir dort ab. Und ich habe meinen Weibel mitgehabt, die haben so schöne grüne Uniformen, oder? Dann bin ich dort in den Schlafraum hier, wo die den Weibel gesehen haben, die haben gemeint, sie sind Polizist. Da sind alle 7 zu den Britschen aufgekumpelt und aussen angestanden, schön ein Glied. Also, wirklich prächtige Burschen, ich muss sagen, das sind... Nein, sicher! Also da hätte ich ja wieder mein industrielles Herz, habe ich gesagt, die Witz, Tamilen sind nämlich gute Leute im Arbeiten, das habe ich gemerkt. Da habe ich gesagt, ja, die würden ja, die tun ja einem leid, oder? Die müssen ja sehen, man hat ja auch ein Herz, wenn man denen gegenübersteht. Dann habe ich gefragt, ja, können andere Länder außer der ganzen Armee, wo sowieso niemand kommt, bei allen anderen Ländern, die haben nicht so freie Bestimmungen. Sie müssen mal die Amerikaner schauen, sie müssen mal Kanada schauen, Amerika. Probieren Sie mal in Schweiz, wo dort arbeiten. Ich habe nie jetzt gesehen, bei diesen sogenannten Freihandelsabkommen, bei diesen Vorgesprächen, die man hat mit Amerika. Da hat natürlich die Versicherung gesagt, ja, wenn wir hier am freien Markt haben, müssen wir auch Visa haben für Leute, die dann können auf Amerika in unsere Betriebe. Und die haben gesagt, nein, das kann man da nicht machen. Sie sehen, Freihandel, ohne dass man die Leute kann austauschen in die eigenen Betriebe, sind sehr streng. Wir müssen streng sein und darum müssen wir das Ausländergesetz annehmen, damit die Regeln bleiben. Sozialdemokraten wollen das nicht. Und die kommen ohne Bewilligung,
müssen wir Kraft haben, zu sagen, nein, ihr müsst wieder heim. Meine Damen und liebe Frauen und Männer, ich möchte das Geschäft vertreten zu Bern, weil sie mein Departement gehört. Das hat mir letztens jemand gesagt, da, wo ich eine Veranstaltung bin, warum ich das Dossier auch noch unter den Nagel gerissen habe. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe weder etwas unter den Nagel genommen, noch etwas gerissen, sondern man hat mir das Departement zuteilt und wahrscheinlich haben sie gedacht, ich kann ein wenig kaputt machen und jetzt haben sie mir die Politik gegeben. Machen Sie halt. Mit dem Ausländergesetz zusammen kommt auch das Asylgesetz, meine Damen und Herren. Und dort wird der Kampf noch grösser werden. Wir haben immer in unserem Land Leute aufgenommen, nicht nur mit einer Bewilligung, um hier zu arbeiten, sondern auch aus anderen Gründen. Unser Land in der ganzen Geschichte, wenn Sie hunderte von Jahren zurückgehen, hat immer auch Leute aufgenommen, die verfolgt sie sind. Die verfolgt sie sind an Leib und Leben. Aber nicht jedermann hat man aufgenommen, sondern nur, wenn sie halt verfolgt sind. Auch früher. Allerdings hat sie selber härter gehabt. Da sind nicht in die Schweiz gekommen und haben eine Sozialleistung bekommen, sondern man gesagt, ihr könnt kommen. Aber ihr müsst halt schauen, dass ihr selber vorwärts kommt und selber euren Lebensunterhalt verdienen. Die Flüchtlinge haben es also schwerer gehabt. Denken Sie zurück an die Zeit der Hugenotten. Also, Sie müssen ins 16. und 17. Jahrhundert zurück, von der Reformationszeit. Das ist das erste Mal in der Geschichte, weil man es konsequent anwendet. Aber es hat keine Flüchtlinge, die nicht aufgenommen worden sind. Es ist niemand zurückgeschickt worden, der verfolgt ist, sondern man hat einfach schnellere Verfahren und konsequenter gehandelt. Aber Missstände sind immer noch gross. Wir haben ungefähr 50.000 im ganzen Bereich, den man nicht zurückbringt. Diese Probleme müssen aktiv angegangen werden. Und das Asylgesetz gibt da eine minimale Grundlage. Und sie packt vor allem an, da werden Sie jetzt dann hören, im nächsten Jahr, sie packt an am Hauptproblem. Bei denen, die kommen ohne Papier. Es ist unglaublich, dass etwa 80% kommen, und sagen, ich habe keinen Pass, ich habe kein Papier, nichts, wo weit herkommen, sogar mit Flugzeug und Zeug und so weiter, haben einfach kein Papier. Als ich das Amt übernahm, habe ich so ein Brainstorming, sagt man auf Englisch, also so eine Zusammenkunft gemacht, allen maßgebenden Leuten, da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, wieso ist denn das so? Dann hat ein hoher Beamter, wo in diesem Bereich verantwortlich ist, gesagt, es muss ja einen Double sein, der bei uns mit Papier kommt. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn das so ist, dass die mit Papier kommen, Double sind, dann sind ja Double die bevorzugen, die kein Papier haben. Bei den echten Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben, ist das Verhältnis umgekehrt. Da kommen über 80% mit dem gültigen Papier, weil sie müssen gar keine Bedenken haben. Sie werden ja aufgenommen, weil sie Flüchtlinge sind. Und da müssen wir vor allem ansetzen. Aber es ist nicht so, dass einer, der kein Papier hat, gibt ja auch entschuldbare Gründe, oder Gründe, warum der kein Papier haben, nicht Flüchtling wird. Aber es ist so, wenn einer kein Papier hat, hat er Zeit, in 2 Tagen die beizubringen. Wenn er die in 2 Tagen nicht beigebracht hat, dann muss er mindestens sagen, wie er heisst, wo er herkommt. Das kann überprüft werden, aus welchem Dorf, welche Strasse und so weiter. Dann muss er sagen, wie er da angekommen ist und warum. Und wenn das nicht alles zusammen nicht glaubhaft ist und er die Identität nicht preisgibt, nur dann wird nicht darauf eintreten. Wenn er das sagt und es gibt glaubwürdige Gründe für das Verfahren, dann wird das Verfahren eröffnet. Glauben Sie denn nicht, wenn da gesagt wird, einer, der kein Papier hat und die Heim bei Nacht und Nebel müssen fort und hätte sie können mitnehmen, der werde nicht Flüchtling als Flüchtling aufgenommen. Das sind Ammermärli,
die nicht stimmen. Die kommen vor allem aus Kreisen natürlich auch von Leuten, die sehr interessiert sind. Für 4 Milliarden gekauft, für 500.000 müssen weiterverkaufen, nachher 3,5 Milliarden eingesteckt und jetzt hat sich ganz gross angefangen. Darum hat der Bundesrat beschlossen, haben vielleicht das Gefühl gehabt, es sei ein bisschen über den, so ein bisschen, eine Kurzübung gewesen. Nein, wir haben so manchmal geredet, im ganzen Jahr immer wieder darüber geredet. Es war also nur noch der Schluss gewesen, dass wir gesagt haben, erstens, keine Telekommunikationsgesellschaften kaufen im Ausland. Damit hätte man können stoppen, weil der Verwaltungsrat hätte das selber können. Er hat das Geld, das ist ja gefährlich. Und wie wir gesagt haben, nein, das sollte man nicht machen. Und wenn er es gleich macht, Schadenersatzklagen muss in Kauf nehmen, hat er dann selber beschlossen, jawohl, man verzichtet darauf. Das ist einmal ganz wichtig, dass das Abitur verhindert worden ist. Zweitens, Swisscom hat gesagt, sie hat viel Geld, das stimmt. Sie braucht mehr Fremdmittel. Also können sie das Geld den Aktionär zurück. Wenn sie es brauchen, können sie es ja wiederholen. Aber dann haben die Aktionäre mitzureden. Und drittens, die Schweiz ist der falsche Aktionär für eine Gesellschaft, die im freien Wettbewerb ist. Darf das Land nicht sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir das gemacht hätten mit Österreich. Wenn nur 10 Leute müssten entlassen werden in Österreich, wissen Sie, was würde heissen? Ha, da sieht man die Schweizer, die schützen ihre Leute und dann lassen die in Österreich. Aus jeder Sache hätte es eine Staatskrise gegeben, wenn wir dort der grösste Aktionär sind. Und es ist nicht so, dass wenn ein Staat so eine grosse Beteiligung hat, dass man nur als Aktionär haftet, sondern nein, man haftet weit darüber aus. Man sagt, lasst, Sie sind der grösste Aktionär, wegen dem haben Leute Geschäft gemacht, sie müssen zahlen, ihres Volksvermögen. Darum war das so ein wichtiger Entscheid gewesen. Und ich freue mich auch, dass das jetzt so gut durch ist. Sie haben heute gesehen, der Alter tritt jetzt zurück als Chef von der Geschäftsleitung. Ist klar, das sind Konsequenzen. Er hat die Strategie wollen machen. Der Verwaltungsrat hat sich getrennt von ihm oder er vom Verwaltungsrat. Das spielt keine Rolle, wer sich von wem trennt. Das ist eine Trennung. Und das Kommuniqué, das heute vom Verwaltungsrat rauskommt, ist eine bereits sehr vernünftige, wo das Risiko kleiner wird. Aber, das sagt der Verwaltungsrat mit Recht, wenn der Staat der grösste Aktionär ist, sind wir eingegangen, um etwas zu machen. Darum sollte er eben nicht der grösste Aktionär sein. Darum sollte man das schauen, dass das eine private Gesellschaft ist und die ganze Grundversorgung gesichert ist. Meine Damen und Herren, das liegt genau im Parteiprogramm von der SVP. Das haben wir jetzt während Jahren verkündet. Natürlich muss die Versorgung gesichert sein und ich kann Ihnen sagen, die ist gesichert. Um die Grundversorgung. Wir sind jetzt gute Menschen. Wir haben eine weisse Weste. Letztes Jahr habe ich da in einem kirchlichen Blatt gelesen. Ja, es geht sich darum, dass wir dann nicht noch dabei gewesen sind. Das Gesetz wird ja einen Weg angenommen. Aber man sei dann nicht dabei gewesen. Wissen Sie, da dazu sagen, es können alle kommen. Und ohne Verantwortung zu übernehmen, das ist verantwortungslos und hat auch nichts zu tun mit der christlichen Nächstenliebe, sondern das ist eine Eigenliebe und will gut dastehen, ohne etwas zu machen, meine Damen und Herren. Das Ganze hat ja unglaubliche Kostenfolgen. Sie müssen mal sehen, dass er lesen und wieder Beschwerden machen und nochmal Beschwerden und wieder Erwägung suchen und so weiter. Das hat enorme Kostenfolgen. Und das Schicksal ist auch immer härter. Wenn einer mal 6 Jahre da war, in all diesen Verfahren umgetrieben ist, dann heimschicken, ist doch viel härter, als wenn wir in kurzer Zeit sagen, nein, los, kannst nicht da bleiben, es tut mir leid, musst heimgehen, gehst dort hin. Weisst, wir können nur die nehmen, die wirklich an Leib und Leben verfolgt sind. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das so vielen Asylsuchenden jetzt müssen sagen, weil ich so vielen auch angesprochen worden bin. Auch in den Psychen, die ich gemacht habe, bin ich Ausschaffungsgefängnis gewesen. Ich habe mich nie versteckt. Ich komme, dass ich komme, mit mir geredet. Ich habe gesagt, ja, wissen Sie, ich habe das und das und ich muss heim, das ist doch nicht. Sagen, wissen Sie, Sie müssen heim. Sie können nicht da bleiben. Wir müssen das für die, wenn sie heimkämpfen, verfolgt sind, müssten sterben. Oder
verfolgt werden, ungerecht gefoltert und so weiter. Für die haben wir einen Platz, aber für sie können wir das nicht. Und dann muss man dann auch ein bisschen Mut machen. Ich war ja in diesen Ländern gewesen. Mut machen und sagen, los, mach das. Es ist ja nicht so, dass wir denen nicht helfen. Wir machen ja Rückkehrhilfen und so weiter. Und das ihnen zumuten. Das ist nicht angenehm, das ist klar, aber nötig. Es ist aber gleich, wie wenn sie, sind ja Väter und Mütter, wie ist denn das mit ihren Kindererziehung gewesen? Wie manchmal haben sie müssen unangenehme Sachen sagen. Und wie ist es rausgekommen, wenn sie es nicht gesagt haben? Wenn sie es nicht zugemutet haben? Um diese ernsten Fragen geht es. Und darum müssen wir das machen. Es hat dann immer noch offene Fragen. Das Beispiel, das jetzt in der Zeitung war, mit den Albanern. Das geht doch da nicht. Die hat zwei Albaner, die da sind, Kriminelle. Einer hat zwei Mörder auf dem Buckel. 15 Raubüberfälle. Das ist ein Staatsbetrieb. In der gleichen Lage, nämlich Reich, Geld, Gewinn. Warum hat sie das? Weil sie aus einem Monopolmarkt rauskommt, zum Teil noch ein kleines Monopol hat in den letzten Meilen. Aber jetzt gibt es Konkurrenz auf der ganzen Welt. Und was macht sie? Ja, wir können nicht mehr wachsen in der Schweiz. Das ist klar, man kann nicht mehr wachsen in der Schweiz. Also, was macht man? Man kauft wieder Gesellschaften im Ausland. Genau das Gleiche. Man will gross werden. Übrigens, Gesellschaften, die gleichen Probleme haben. Mit der österreichischen Gesellschaft zuerst, das ist zum Glück den Abfall letztes Jahr. Dann jetzt die irische Gesellschaft. Dann die Gesellschaft in Dänemark und so weiter. Das ist eine Nabentür, die sich hier angebahnt hat, von allergrößter Gefahr. Dazu kommt, dass die ganze Telekommunikation in der Umwälzungen ist. Das wollen wir mal jetzt, diesen Monat können Sie die Werte anschauen von den europäischen Telekommunikationsgesellschaften, wie die fallen. Weil es gibt Umwälzungen. Man weiss bald nicht mehr, ob man noch später in 20 Jahren Leitungen braucht und so weiter. Sie werden sagen, wieso sagt uns das? Das ist ja Bundesrat, das ist ja nicht Unternehmer. Schauen Sie, das ist der Fluch. Wir sind nicht fähig, ein Bundesrat, also alle sieben, ich auch, wir sind doch nicht fähig, so einen Konzern zu führen. Wir sind ja nicht Unternehmer, aber das Verfluchte ist, wir sind der Unternehmer. Wir haben zwei Drittel, wir sind Eigentümer. Da innen steckt nur unser Anteil, etwa 17 Milliarden Volksvermögen, wo innen gehört. Wir müssen dem schauen. Das ist jetzt halt so. Ja, jetzt haben wir noch gesagt, ja, aber Sie können doch nicht als Bundesrat der Firma führen, sagen, nein, aber wir müssen sie ja, wenn wir Unternehmer sind. Wir müssen sie ja vertreten. Natürlich haben wir einen Verwaltungsrat, da müssen wir doch schauen, macht das Sachrecht? Das ist ein Tausendzeug. Das Problem hat mich das ganze letzte Jahr immer geplagt. Was können wir machen mit dem? Ein Unternehmer ist ja einer, der immer das Zeug plagt, oder? Wenn er merkt, dass etwas schief geht. Und der Bundesrat hat gesagt, jawohl, jetzt ist es gefährlich. Vor allem, weil Swisscom schon dreimal versucht hat, ins Ausland zu gehen. Es ist jedes Mal abgefreit. Aber schon 10 Jahre in der Finanzkommission habe ich den Kampf geführt. Da haben sie Malaysia, Indien, das war der Rogino, ich höre ihn heute noch, und er mir sagt, ja, weißt du, du musst globalisieren. Ja, sag ich, du, in Indien und in Thailand und so, in Tschechien und so weiter, Firmenbetriebe, das geht nicht. Alle die Beteiligung, zwei Albaner, die da sind, Kriminelle, einer hat zwei Mörder auf dem Buckel, 15 Raubüberfälle. Ich habe das Land Albanien besucht, weil ich mit denen jetzt einen Polizeivertrag gemacht habe, damit wir schauen, ob wir da etwas vielleicht könnten machen. Natürlich ist das, gibt's einen Haufen Missstände. Aber da sind junge Minister, die den Willen haben, aufbrechen und sagen, sie Kriminalität müssen wir bekämpfen. Das ist das Vorderste. Wenn wir das nicht können, kommen wir nie vorwärts. Ich kann ihn fragen, Sie kommen ja Entwicklungsgelder rüber. Wo würden Sie die einsetzen, wenn Sie ganz frei wären? Was würden Sie machen mit diesen Geldern? Der hat mir aus der Kohle, sowohl die Justiz wie der Polizeiminister gesagt, eindeutig Gefängnis bauen. Sie sehen, das sind ganz andere Ordnungen.
Und wir haben jetzt hier Albaner, die wir aufnehmen, weil sie sagen, wenn wir heimkommen, werden wir verfolgt. Das ist ja klar, wenn man ermordet hat. Und die sagen ja, nein, wenn ihr das macht, haben wir ja jeden, der bei uns ins Gericht geht, kommt dazu euch. Merkt ihr, wie schwierig das ist? Ich kann da auch nicht drin reden, weil es ist auch ein Entscheid von Instanzen, den ich muss akzeptieren muss. Aber wir müssen schauen, wie können wir das lösen, sonst kommen wir schlechte Zustände über. Und wer das duldet und bewegt und sagt, ja, wir müssen alles machen, der ist nicht sozial, das ist unsozial. So, liebe Frauen und Männer, das ist ein Thema, wo wir kommen. Und unsere Partei muss da Ja sagen zu diesen beiden Gesetzen und wird auch Ja sagen. Und sie sehen, es hat halt doch geändert. Ich habe plötzlich gedacht, wieso können wir jetzt Ja sagen? Früher haben wir immer müssen Nein sagen. Ich habe mal gesagt, ja, wir könnten auch Ja sagen, wenn es eine andere Fragestellung gibt. Jetzt haben sie die andere Fragestellung. Jetzt können sie Ja sagen. Das ist eine ganz gute Situation. So, liebe Frauen und Männer, gehen wir zum Letzten, zu der Swisscom. Das ist auch ein Thema für uns. Wir wollen es auch wieder geschwind so erklären, wie das wir Bundesräte ja machen müssen. Ich kann ja nicht so etwas aufrufen, da wie als Parteipräsident. Ich kann euch nur noch erklären und Sie bitte zustimmen. Sie sind ja meine Vorgesetzte, oder? Schauen Sie bei der Swisscom, um was geht's? Es geht um etwas Ernsthaftes. Und darum bin ich auch sehr zufrieden, dass der Bundesrat den Mut hat, weit voraus einen wichtigen Entscheid zu fällen. Wir haben ein Unternehmen in der Schweiz, das ist Swissair, mit 6% Beteiligung vom Bund. Die ist reich, gut, mit Gewinn. Sie werden sagen, wieso sagt uns das? Das ist ja Bundesrat, das ist ja nicht Unternehmer. Schauen Sie, das ist der Fluch. Wir sind nicht fähig, ein Bundesrat, also alle sieben, ich auch, wir sind doch nicht fähig, so einen Konzern zu führen. Wir sind ja nicht Unternehmer. Aber das Verfluchte ist, wir sind der Unternehmer. Wir haben 2/3, wir sind Eigentümer. Da innen steckt nur unser Anteil, etwa 17 Milliarden Volksvermögen, das innen gehört. Wir müssen dem schauen. Das ist jetzt halt so. Ja, jetzt haben wir noch gesagt, ja, aber Sie können doch nicht als Bundesrat der Firma führen, sage ich, nein, aber wir müssen sie ja, wenn wir Unternehmer sind. Wir müssen sie ja da vertreten. Natürlich haben wir einen Verwaltungsrat, da müssen wir doch schauen, macht das Sachrecht? Das ist ein Tausendzeug. Das Problem hat mich das ganze letzte Jahr immer geplagt. Was können wir machen mit dem? Ein Unternehmer ist ja einer, der immer das Zeug plagt, oder? Wenn er merkt, dass etwas schief geht. Und der Bundesrat hat gesagt, jawohl, jetzt ist es gefährlich. Vor allem, weil Swisscom schon 3-mal versucht hat, ins Ausland zu gehen. Es ist jedes Mal abgefreit. Aber schon 10 Jahre in der Finanzkommission habe ich den Kampf geführt. Da haben sie Malaysia, Indien, das war der Rogino, ich gehöre ihn heute noch, und mir sagt, ja, weißt du, musst globalisieren. Ja, sag ich, du, in Indien und in Thailand und so, in Tschechien und so weiter, Firmenbetriebe, das geht nicht. Alle die Beteiligungen sind ein finanzieller Flop gewesen. Der letzte war die deutsche Debitel, für 4 Milliarden gekauft, für 500.000 müssen weiterverkaufen, nachher 3,5 Milliarden eingesteckt und jetzt hat sich ganz gross angefangen. Darum hat der Bundesrat beschlossen, haben vielleicht das Gefühl gehabt, es sei ein bisschen über den, so ein bisschen, eine Kurzübung gewesen. Nein, wir haben so manchmal geredet, im ganzen Jahr immer wieder darüber geredet. Es war also nur noch der Schluss gewesen, dass wir gesagt haben, erstens, keine Telekommunikationsgesellschaften kaufen im Ausland. Damit hätte man können stoppen, weil der Verwaltungsrat hätte das selber können. Er hat das Geld, das ist ja gefährlich. Und wie wir gesagt haben, nein, das sollte man nicht machen. Und wenn er es gleich macht, Schadenersatzklagen muss in Kauf nehmen, hat er dann selber beschlossen, jawohl, man verzichtet darauf. Das ist einmal ganz wichtig, dass das Abitur verhindert worden ist. Zweitens, Swisscom hat gesagt, sie hat viel Geld, das stimmt. Sie braucht mehr Fremdmittel.
Also könnt ihr das Geld den Aktionär zurück. Wenn ihr es brauchen könnt ihr es ja wiederholen. Aber dann haben die Aktionäre mitzureden. Und drittens, die Schweiz ist der falsche Aktionär für eine Gesellschaft, die im freien Wettbewerb ist.